Rick News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Okay, hey, hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Wir sind hier gerade in Irland im Radio bei OYM Radio und deshalb müssen wir hier erstmal noch so ein bisschen operieren, ne? Hinter den Kulissen. Und ich begrüße euch ganz herzlich und wir werden jetzt eine tolle Sendung starten mit Hartz IV Gegenmaßnahmen für alle, die mithören hier. Und ich habe auch noch immer noch nicht geschafft, hier das zu starten bei ICRN und UWS Radio, so dass man es dann auch gleich hören kann. Aber ich bin da dran, weil ich bin hier noch ein bisschen am Fummeln hinter den Kulissen. Und wir wollen auch eigentlich jetzt nochmal eine Musik spielen, damit wir das hier nochmal eben gerade in den Griff kriegen. Ansonsten starten wir heute unsere United We Win Sendung. Bleibt also alle dran. Okay, Alan, we can go into a music break quickly, so I can adjust everything here. Rick News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Rufen Sie uns unter 00353 46 927 1212. Yes, hello, this is Detlef. Also hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Wir haben es wohl endlich hingekriegt, hier, Mensch, Beutchen. Okay, und wir sind jetzt hier live, Mensch, auch bei ICRN und UWS Radio. Also das kann man auch auf der Seite dann sehen, wakenews.net, Wake News Radio. Und ich glaube, okitalk.com Radio hat auch eingeschaltet und Milen FM aus Luxemburg auch, stimmt's? Da muss ich mir da kurz dann Mitteilung hier reinschreiben bei Skype. Okay, wir haben ja nun eine ganz tolle Geschichte hier heute vor. Wir wollen nämlich wieder über Hartz IV Gegenmaßnahmen sprechen. Und damit das auch gut klappt, hier habe ich sogar meine Kamera wieder eingeschaltet. Dann kann ich das nachher auch nochmal bei YouTube dann mit hier hineinnehmen. Heute mal im blauen Shirt, ne? Also für alle, die das dann später sehen, ne? Okay. So, also das ist so müssen wir das hier manchmal machen. So ist das hier im Leben. Und wir haben natürlich heute noch klasse Gäste, zwei Stück, nämlich einmal den Michael Lange vom Hölderlin Blog, den holen wir uns gleich rein. Und dann haben wir dann, ja, ach, hier, der ist schon drin, Mensch. Michael, wie geht's dir? Ja, es geht so. Wie sieht denn das Wetter in Hamburg aus? Da stürmt's auch ja, so ordentlich, oder? Ja, es geht, aber bedeckt ist es natürlich. Ja, aber jetzt lass uns, bevor wir hier einsteigen, auch noch den Labarababa ankündigen. Der kommt dann auch rein, ein bisschen später. Wir haben gesagt, in der zweiten Stunde, damit wir nicht zu viel auf einmal hier drin haben, sonst bricht das System mal noch zusammen. Und da geht natürlich mein Dank hier an meine Kollegen in Irland, nämlich der Alan und Steve von OYM Radio in Irland. Ist doch klasse, oder? Dass sie uns hier heute übertragen im Rahmen unserer United We Win Radio Marathon Sendung, die wir heute nämlich starten. Der Detlef startet mit seiner frechen Stimme hier gleich am Anfang. Ne? Muss ja auch mal sein. Ne? Okay, also die ersten beiden Stunden machen wir auf Deutsch. Mit dem Thema Hartz IV Gegenmaßnahmen und was da sonst so für Grausamkeiten herumlaufen hier in der BRD und sonst wo, oder? Und dann haben wir natürlich dann noch ein englischsprachiges Programm, nur das muss man ja aber gleich mal sagen, oder? Und zwar geht das dann los hier nach den zwei Stunden mit mir Englisch und da spreche ich mit Alan und Steve hier auf Englisch, ja? Ganz klasse, weil da gibt's hier auch diese heißen Themen da, London Olympics und was alles so abläuft mit diesem geplanten falschen Flagge-Attentat. Da haben die auch neue Informationen, die ich dann mit euch zusammen teilen möchte, oder? Ja, ist doch klasse. Jo, und was es hier Besonderes gibt, also wir sind natürlich auch bei Hockey Talk im Stream und hier bei Milen FM und UWS und WSR macht uns auch hier gleich auf Mann, der ist extra aufgestanden mitten in der Nacht da in Nevada und überträgt uns da auch, also im amerikanischen Bereich, international, wo auch immer und natürlich hier ICRN. Und bei OYM Radio, also so viele Sender, komme ich ja gar nicht mehr klar, hier so alle aufzuzählen. Ne? Also die Hartz-IV-Sache geht rund um die Welt. Und was auch ganz klasse ist, ihr könnt hier in Irland übrigens, wer also die Penunzen zur Verfügung hat, auch mal anrufen.
Da gibt es nämlich eine Nummer, die sage ich euch jetzt auch gleich nochmal. Das ist nämlich wichtig. Ist doch klasse, wenn man das auch kann. Da könnt ihr direkt in die Sendung einrufen. Ja, ich sage euch die, da muss man natürlich die Vorwahl nehmen, ja, von Irland. Ich sage dir also jetzt, wer das mitschreiben will, gibt zwar auch einen Jingle zwischendurch, da ist so eine nette Dame, die das auch spricht, aber das geht relativ schnell. Deshalb sage ich jetzt nochmal langsam die Nummer, die Telefonnummer. Das ist 0035 für Irland, ne? Und dann 3 4 6 9 2 7 1 2 1 2. Ich wiederhole nochmal, 0035, das ist die Vorwahl für Irland. Dann kommt 3 4 6 9 2 7 1 2 1 2. Ne? Da kann man sich auch uns anrufen und das während der nächsten 3 Stunden. Ne? Solange wir bei OYM on air sind hier, kein Thema. Ne? Aber wir können natürlich auch die Chaträume nutzen. Es gibt auch bei OYM Ireland einen Chatraum, da habe ich den Link. Übrigens bei mir auf der Seite drin, oder ihr könnt einfach bei oymireland.com draufgehen und da gibt es auch einen Link gleich zu dem Chatraum. Da muss man sich auch nicht groß registrieren, wenn man sich als Gast da eintragt. Alles nicht so tragisch. Ne? Oder ihr nutzt alle Chaträume, die sonst zur Verfügung sind, bei Orky Talk oder bei mir hier auf der Wakeness.wakeness.radioseite. Oder natürlich könnt ihr mir auch während der ganzen Sendung, und das ist auch wichtig, immer auch E-Mails zuschicken unter radio@wakeness.net. Dann kann ich das mit vorlesen und mit reinnehmen, hier die Sache, Mensch. Ja, ja gut, wir hatten jetzt ein bisschen rumfummeln müssen am Anfang, deshalb muss ich das jetzt auch nochmal sagen, alles, ne? Okay, so Michael, jetzt schwirren dir die Ohren. Hast du das alles mitgekriegt, was ich gesagt habe, oder hast du gleich zugehört? Ja, natürlich, ich höre dir immer zu. Oh, Mann, das ist ja klasse, ey. Was für ein Kompliment, gell? Okay, ja, also das ist klasse und wie gesagt, nochmal vielen Dank auch an Alan und Steve. Thank you, Alan und Steve in the background! Hallo, welcome. Ja, okay, also die hören ja auch zu, verstehen jedes Wort auf Deutsch natürlich. Ja, die können Deutsch. Ja, natürlich, ne? Aber die Worte, die kennen, sagen wir hier lieber nicht on air, ne? Okay. Lieber nicht. Ach so. Okay. Okay, das haben sie mir erzählt irgendwann so vorher, dass sie also diese Worte lernt man zuerst, ne? Okay. Also die können uns also Mensch verfolgen. Ich verstehe das. Nein, aber verfolgen tun sie uns, ne? Okay. Also das läuft wie sonst auch hier, Mensch. Wir haben dann halt mal eine Pause zwischendurch, da holen sie Labarababa rein, PF. Der sagt uns übrigens nachher noch was zum Grundeinkommen. Ist auch mal interessant, ne? Sollten wir auch mal drüber diskutieren, weil wir müssen ja auch über Lösungen oder andere Ansätze reden und nicht nur die ganzen Missetaten hier der Regierungen aufzählen. Und da haben wir natürlich mannigfaltig. Und vielleicht, ja, Michael, startest du mal. Wir hatten ja auch Zuschriften bekommen hier von Sachen, die wir vielleicht dann auch mal mit reinnehmen können. Wie siehst du denn du das alles hier? Ja, ich würde ganz gerne so in eigener Sache mal berichten. Ich hatte ja am Montag auch die Begegnung der besonderen Art, nämlich im Jobcenter-Team Arbeit Hamburg Nord bei einer, wie hieß die gute Frau? Großstieg 45 in 22415 Hamburg bei einer Frau Ganzdien, falls jemand mal besuchen möchte. Wie heißt sie? Die heißt Ganzdien. Frau Ganzdien. Ganzdien oder Lien oder? G-A-N-Z-L-I-N. Ganzdien, Frau Ganzdien. Ja, genau. Ja, das würde ich alle jetzt mal wissen, ne, wer die ist. Okay. Ja. Also im Kronstieg 45 im 3. Stock. Also wer die mal gerne besuchen möchte, ne? Ich hätte nichts dagegen. Da schicken wir ja mal die Sendung dann zu, gell? Ja. Wie von der Sendung. Ja, also, ich habe also ein schönes Schreiben bekommen bezüglich Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und bla bla bla. So, bevor ich da loslege, muss ich erstmal erzählen, dass das Arbeitsamt Hamburg Nord, also das Jobcenter Hamburg Nord, mich vor einem Jahr aus der Vermittlung rausgenommen hat, weil sie gesagt haben, ich sei zu alt und nicht mehr vermittelbar. So, das ist das eine, damit man den ganzen Hintergrund auch versteht. Ja. Dann müsste ich meine Berufsausbildung mal, sie sind ja bei mir sehr mannigfaltig, die müsste ich mal erzählen, damit man also auch wirklich den ganzen Zusammenhang da versteht, der da abgelaufen ist. Also ich habe mal angefangen mit einer Gärtnerlehre, war bei der Bundeswehr, habe eine Sanitäterausbildung gemacht, bin ausgebildeter Erzieher, habe ich zum Grundstudium Sozialarbeit studiert, habe Psychologie mit dem Fach Kriminologie studiert, bin also auch Diplompsychologe über die Bundesagentur für Arbeit für teures Geld, eine systemische Familientherapieausbildung, diverse Computerschulungen und dann nochmal eine Ausbildung zum Manager für Non-Profit-Organisationen.
damit so der Hintergrund klar ist. Wow, so, das hört sich aber eigentlich recht imposant an. Ne? Ja, ja. Und jetzt geht's los. Also ich kam da rein und dann wollte sie mir erstmal gleich einen Eurojob aufdrängen. Dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, was soll das? Sie haben mich doch aus der Vermittlung rausgenommen, was macht denn das für einen Sinn? Ja, da fing sie an rumzueiern, ja, und ich hätte doch gute Berufsausbildung, bla bla bla, so ungefähr wieder. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, das können Sie gerne machen. Sie wissen ja, wie das funktioniert. Ich lasse dann über die Rentenversicherung und das Sozialgericht dann überprüfen, ob das auch tatsächlich ein Eurojob ist. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, werde ich Gehaltforderung nach einklagen. Da war sie erstmal blass. So. Und dann kam der Klopfer. Ich habe gedacht, ich glaube das alles irgendwo nicht. Dann fing sie an, so rumzusäuseln. Ja, Lange, Sie haben doch so ganz tolle Berufsausbildung. Ich denke, was geht jetzt hier ab? Es gibt doch so viele Familien und es gibt doch auch ältere Menschen, die könnten doch ihre Hilfe so dringend gebrauchen. Und da habe ich so, worauf wollen Sie denn hinaus? Wie gesagt, ich bin gut ausgebildet, das weiß ich. Soll man mich doch einstellen? Kein Problem. Ja, nee, da könnten Sie doch auch ehrenamtlich arbeiten. Ich habe gedacht, das geht's jetzt noch los. Und dann dämmerte es bei mir. Das kam mir nämlich irgendwo sehr bekannt vor, weil ich habe das schon mal vor anderthalb Jahren erlebt beim Jobcenter. Da kam sie mit derselben Tour an. Und dann konnte ich mich erinnern an einen Artikel, der stand in Spiegel Online, 17. Juli 2010. Den möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Da stand drin, Langzeitarbeitslose sollen Hartz-IV-Kinder betreuen. Es geht um Musiker, Sportlehrer oder Sozialpädagogen. Die Bundesregierung erwägt nach Spiegelinformationen, Langzeitarbeitslose in der Betreuung von Kindern einzusetzen. Die Idee stammt von Bundesagenturvorstand Alt. Er glaubt an ein Win-Win-Geschäft. Hamburg. Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, kam nach Spiegelinformationen bei einem Treffen mit Vertretern aus Ministerien für Soziales und Familie auf eine Idee zu sprechen. Er regte bei dem Hintergrundgespräch an, arbeitslose Musiker, Sportlehrer oder Sozialpädagogen, das wäre so mein Bereich, dazu zu bewegen, jetzt kommt's, ehrenamtlich mit Kindern zu arbeiten. Die Hartz-IV-Empfänger könnten zum Beispiel mit den Kindern Fußball spielen, Musikkurse anbieten oder Nachhilfe geben. Das sei ein Win-Win-Geschäft, da auch die Arbeitslosen wieder sinnvoll beschäftigt seien, fand Alt. Bei dem Gespräch ging es eigentlich um die Frage, wie man mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV-Beziehungen für Kinder gerecht werden könnte, ohne den Bundeshaushalt allzu sehr zu strapazieren. Das Gericht hatte die Bundesregierung Anfang Februar, das war 2010, aufgefordert, die Regelsätze für Kinder neu zu berechnen und mehr für deren Bildung zu tun. Als Idee würde zum Plan von Ministerin Frau von der Lügen und Betrügen in Klammern CDU passen, Hartz-IV-Kindern kostenlos Sport- oder Nachhilfeangebote zu machen. Eine Erhöhung der Regelsätze lehnte Frau von der Lügen ab. Als Vorschlag werde derzeit, wie viele andere im Ministerium diskutiert, sagte ein Sprecher des zuständigen Bundessozialministeriums. Fällt dir da noch was zu ein? Also, damit das klar ist, ne? Man lässt uns, da muss ich noch eines dazu sagen, ich bin ja nicht der Einzige, der davon betroffen, das sind Erzieher, Sozialpädagogen, die seit Jahren auf der Straße stehen. Man drängt ihn in die Langzeitarbeitslosigkeit, Hartz IV, ne? Ja. Streicht die Rentenbeiträge weg, Und es kommt ja noch mit hinzu, dass diese rot-grüne Mafia-Bande unter Gerhard Schröder den Akademikern die gesamten Rentenbeiträge für die Ausbildung komplett gestrichen hat. Na, das heißt, ich glaube, der Schröder war ja auch gar kein Akademiker, ne? Der hat die so nicht verstanden, die Akademiker, oder? Und das in einer Situation, wo es schon längst an der Tagesordnung war, dass wir als Praktikanten oder bei mir war es noch schlimmer, als Hospitanten ausgenutzt worden sind. Ne? Das heißt, Generation Praktikum, das ist ein gängiger Begriff. Genau zu diesem Zeitpunkt haben die das gemacht. Ne? Das sind deren Vorstellungen. So, dann habe ich der guten Frau gesagt, wissen Sie was? Glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass ich auf der Basis von Hartz IV mit anschließend garantierter Altersarmut mit meiner hohen Qualifikation so etwas machen würde. Das glauben Sie doch nicht ernsthaft. Und dann ging das Spiel munter fleißig weiter. Dann erklärt sie mir plötzlich, ja, Ihre Ausbildung sind ja schon so und so lange her, dann sind Sie auch nichts mehr wert. Da habe ich gesagt, ja, wie bitte denn jetzt? Eben wollten Sie meine Ressourcen gerade einsetzen und jetzt sind die Ausbildung plötzlich nichts mehr wert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? So.
Und es ging, also sag mal, das ging 2 Stunden lang ging das hin und her. Und dann kam die übliche Masche, die man ja so kennt. Dann fing sie an, guckte so in meinen Unterlagen durch, sagte, ja, Sie sind ja hochqualifiziert und Sie sind vielfach ausgebildet. Es kann doch gar nicht sein, dass Sie so lange arbeitslos sind. Da habe ich gesagt, jawohl, kann das sein. Das ist so. Und jetzt kommt der Klopfer. Bei mir muss man ja schon nicht mehr von Langzeitarbeitslosigkeit reden, sondern von Dauerarbeitslosigkeit. Und das hat das Arbeitsamt Hamburg selbst verursacht und zu verantworten. Habe ich die Zeit, um das mal zu erzählen, was Sie da gemacht haben? Das geht sehr weit zurück. Ja, ja, klar, du kannst es ja auch ein bisschen zusammenfassen. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir dann so in ein paar Minuten noch eine ganz kurze Pause haben. Da sage ich dann ganz, muss ich dich dann brutal unterbrechen. Okay, aber ich will das gerne mal, weil das wirklich was klar wird, was die da so treiben. Ne? So, das geht zurück bis in das Jahr 1998. Dann habe ich ein Praktikum machen wollen in einer Arbeitsinitiative. Und da ist ein Arbeitsloser durchgedreht und ich habe mich noch schützend vor die Mitarbeiter gestellt. Und dann ist er auch mich los. Ne? Ich habe blutüberströmt am Boden gelegen, war schwer verletzt. So, und mein Glück war, dass ich Diplompsychologe bin und ich wusste genau, wie ich zu handeln habe. Das heißt, ich habe den Weißen Ring eingeschaltet, das ist eine Opferschutzorganisation, habe die Opferschutzhilfe in Hamburg eingeschaltet, das ist ein Kollegen von mir und die haben das alles wunderbar aufgefangen. So, und der Weiße Ring hat für eine Verletztenrente gesorgt, für kurze Zeit nur und ganz gering, 2400 D-Mark, das ist also ganz gering gewesen, was mir bei der Arbeitslosenhilfe auch wieder angerechnet wurde. So. Und nachdem das alles längst erledigt war, das heißt, ich war wieder gesundheitlich hergestellt, musste ich zum medizinischen Dienst. So. Und dann krieg ich ein ärztliches Gutachten, das stammte vom Jahre 2000, vom Juli 2000. Und das bekam ich dann im Oktober zugestellt. Ich dachte, was ist das denn, bitteschön? Und da steht dann drin, also es sollte ein ärztliches Gutachten sein, da steht dann drin, im Vordergrund steht die seelische Minderbelastbarkeit. Der Ratsuchende ist während einer Trainingsmaßnahme, die über das Arbeitsamt Hamburg absolvierte, zusammengeschlagen worden. Er erlitt körperliche Verletzungen, die jedoch folgenlos ausgeheilt sind. Zusätzlich entwickeln sich seelische Gewaltfolgen im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das sind Störungen, die entstehen aufgrund von Gewalttaten, weil man dann ja wirklich, also ich hatte wirklich Todesangst. Es war wirklich übel. Ich hätte fast meine Augen verloren dabei. So. Schlimm genug, ja. Also schlimm genug. Ja, es geht. Es gibt keinen Pardon für die Menschen, ne? Ja. Dann geht das weiter. Die seit 0698 regelmäßige psychologische Beratungsgespräche erforderlich machen. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Gutachten erstellt wurde, habe ich gar keine Beratungsgespräche mehr gehabt, schon lange nicht mehr, das war längst erledigt. So, aufgrund dieser Ereignisse wurde dem Ratsuchenden eine BG-Rente zugesprochen, bei der ausdrücklich die posttraumatische Belastungsstörung sowie die psychische Minderbelastbarkeit attestiert wird. Eine posttraumatische Belastungsstörung gehört zu den Erkrankungen, die unter geeigneter Psychotherapie aushalten können. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Die seelische Minderbelastbarkeit bestand möglicherweise schon vorher und macht damit eine Tätigkeit im sozialen Bereich nicht mehr möglich. Die anberaumte psychologische Untersuchung findet leider erst im November diesen Jahres statt. Deshalb wurde dieses Gutachten vor der PSU erklärt, das heißt psychologische Untersuchung. Ich weiß nicht, ob du kapierst, was die gemacht haben. Die haben erstens mal, diese Ärztin ist nur eine Allgemeinmedizinerin. Mehr Ausbildung hat die nicht. Die hat kein ärztliches Gutachten erstellt, sondern ein psychologisches. Hast du das verstanden, wie das gelaufen ist? So, das ist das eine. Dazu wäre sie überhaupt nicht berechtigt gewesen. So, und dann schreibt sie, möglicherweise habe ich auch einen Furz gelassen, so ungefähr, ne? Oder möglicherweise hast du jemanden erschlagen und dann wirst du halt in den Knast gesteckt. Auf dieser Ebene ist das abgelaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das Ganze dann dem Weißen Ring übergeben. Die haben mir dazu erklärt, ach, wissen Sie was, das kennen wir. Das machen die Lieben gerne in solchen Fällen, dass die Leute versuchen dann zur Statistikbereinigung in die EU-Rente abzuschieben. So, der Weiß Ring hat dann einen Rechtsanwalt eingeschaltet. So, und das Ganze ging vor Gericht. Und dann hat das Sozialgericht unter anderem geschrieben, die haben vorab, was sie sonst normalerweise nie machen, es gibt normalerweise so einen Anhörungstermin, und dann findet das eigentlich erst statt. Und dann haben die das Arbeitsamt angeschrieben, ja, und haben die zu einer Stellungnahme aufgerufen, zu einer Fristsetzung von 4 Wochen.
Das muss ich mal vorlesen. Ja, aber pass auf, bevor du das vorliest, wir haben jetzt eine ganz kurze kleine Pause hier bei OYM Irland und danach kannst du das dann, also hast du das, Zeit? Man muss das wirklich mal vorlesen. Man glaubt solche Sachen einfach nicht, was die da abziehen. Nee, ist klar. So, wir sind jetzt ganz kurz in einer kleinen Werbepause hier für uns selbst natürlich, ne? United We Win Jingle. Hi everyone, this is Karen, encouraging you to join us the second Saturday of every month for our United We Strike, United We Win Marathon. Don't buy, don't comply, ask why. Don't buy anything from multinational corporations or anything you don't research for yourself. Don't comply by keeping your money in institutions that deal in derivatives or war profiteering. And ask why. Why am I here? And what am I doing? Am I part of the problem or the solution? We need to get to the heart of the matter. We need your energy, folks. Help us. Every single 15th of the month, we want you there. UnitedWeWin.me, also streamed on Wolf Spirit Radio. Thank you for your time. Power to the people through peaceful unity. Ja, das ist klasse hier. Sorry, dass wir da kurz unterbrechen wollten, aber wir wollten ja auch den United We Win Radiomarathon immer zwischendurch wieder promoten, weil wir sind ja mitten in einem Radiomarathon, der geht 12 Stunden, ja, rund um die Uhr, rund um die Welt in verschiedenen Zeitzonen. Und hier ist der Detlef von Wake News Radio, hier bei OYM Radio und simultan übertragen bei vielen anderen Sendern. Und ich habe den Michael Lange hier bei mir. Wir haben das Thema Hartz IV Gegenmaßnahmen. Und er schildert hier gerade eine ungeheuerliche Sache. Michael, fang da wieder an und steig da ein und lies uns vor, was da passiert ist. Ja, also das Gericht hat da das Arbeitsamt zu einer Stellungnahme aufgerufen und hat dazu Folgendes geschrieben. Weist das Gericht darauf hin, dass Dr. Sistig, das ist der Gutachter der Berufsgenossenschaft gewesen, weil wenn man so ein Praktikum macht, ist immer die Berufsgenossenschaft mit integriert, weil es dann sowas ähnliches wie ein Arbeitsfeld ist. So, dass Dr. Sistig in seinem Gutachten vom Februar 2000 aufgeführt hat, der depressive Leidensdruck besteht zurzeit überwiegend wegen der dauerhaften Arbeitslosigkeit als Psychologe. Als Diagnose benennt er eine posttraumatische Belastungsstörung sowie psychische Minderbelastbarkeit. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Behandlungsbedürftigkeit habe bis zum 11. Januar 1999 bestanden, Arbeitsunfähigkeit lediglich nur bis zum 11. Januar 1999. Das, um das nochmal klar zu machen, das Gutachten der Ärztin vom Medizinischen Dienst des Arbeitsamtes kam im Jahr 2000, also das ganze anderthalb Jahre später. Ich muss dazu sagen, dass die, habe ich das hier? Das hatte natürlich auch Folgen, das Ganze, ne? Das heißt, das Arbeitsamt hatte mich aufgrund dieses Gutachtens dieser Ärztin runtergestuft. Das lese ich mal vor. Ihr Berufsbild und das Ärztegutachten lassen Vermittlungsbemühungen als Bürokraft zu. Meine Stellungnahme an die Leistungsabteilung beinhaltet eine vorläufige Einstufung als Bürokraft nach geltendem Tarif der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Es handelt sich dabei um den günstigsten Tarif für Mitarbeiter ohne kaufmännischen Abschluss. Also mit meinen ganzen Qualifikationen runtergestuft bis zum Hilfsarbeiter. Das muss man sich mal vorstellen. So. Ja. Und das geht noch weiter. Ich muss noch mal weiter aus dem Schreiben des Sozialgerichtes zitieren. So, ob und wie weit der Kläger aufgrund der Erkrankung in seinem bisherigen Beruf nicht mehr arbeiten konnte, ergibt sich aus diesem Gutachten dieser Ärztin vom Arbeitsamt nicht. Insbesondere bedeutet die Gewährung einer verletzten Rente nicht, dass der Kläger in seinem letzten Beruf nicht mehr einsetzbar gewesen ist. Die Begründung in dem Gutachten von Frau Wetz, das war diese Ärztin des Arbeitsamtes, überzeugt daher nicht. Zu prüfen wäre, ob der Kläger in weniger belastenden Bereichen seines Berufes einsetzbar gewesen ist. So, Dr. Schnedler war ein weiterer Gutachter der Berufsgenossenschaft, hat bei seiner Untersuchung am 12. März 2001 keine Minderung der Erwerbsfähigkeit festgestellt. Es sei zu einer guten Entwicklung, Besserung der posttraumatischen Entlastungsstörung gekommen und so weiter, bla bla bla. Der Punkt ist, dass das Sozialgericht das Arbeitsamt anderthalb Jahre lang dazu aufgefordert hat, Stellung dazu zu beziehen. Es kam keine Antwort. Mein Rechtsanwalt hat sich die Finger wund geschrieben. Ich habe die Richterin mehrfach angerufen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Was glauben Sie, was das für mich für Folgen hat? Ich war damals um die 50.
So, und dann erklärt mir die Richterin, ja, sie kann nichts machen. Sie kann ihn nur auffordern. Sie hat keine Maßnahmen in der Hand. Sie kann nichts machen. Sie kann keine Zwangsmaßnahmen erlassen. Absolut nichts. Sie können machen, was sie wollen. Das ist Fakt. So, der weitere Punkt war, ich war zu diesem Zeitpunkt bei Martwerk in der Vermittlung. So, und die hatten auch einen Arbeitgeber an der Hand, ne, der hätte mich als Psychologe im Bereich Drogenberatung eingesetzt, hat aber aufgrund meines Alters Lohnkostenzuschüsse verlangt. Die waren natürlich nicht möglich aufgrund dieses Gutachtens. Daraufhin hat Martwerk meine gesamte Vermittlung eingestellt, weil sie gesagt haben, unter diesen Bedingungen können wir sie einfach nicht mehr vermitteln. Das geht gar nicht, wenn nicht einmal Eingliederungsmaßnahmen möglich sind. So, damals war ich 50, der ganze Vorgang hat 5 Jahre gedauert. Und mit 50 ist das totale berufliche Aus. Das war's dann. Da fällt einem doch nichts. Da fällt einem doch nichts mehr dazu ein. Ne? Jedenfalls also, habe ich das klingt so ein bisschen, Michael, als wenn die diese Jobs, das hieß ja damals schon Jobcenter, ne, oder? Oder hieß das noch Arbeitsamt? Nein, das hieß noch Arbeitsamt damals. Das sind eigentlich ja eher Lebens- und Arbeitszerstörer. Ja, so könnte man das sagen oder ist das wäre das vermessen? Nicht, dass sie mir wieder ein SWAT-Team hier reinschicken. Der Punkt ist ja, die haben ja, man muss sich ja vorstellen, die haben mit einem Federstrich, und zwar völlig rechtswidrig auch noch, meine ganzen Ausbildung, Studium, das ist ja eine Summe, die geht ja bald an die Millionengrenze hinein. Meine Therapieausbildung, alleine das Psychologische Institut hat 24.000 D-Mark damals bekommen. Das Institut war in Bremen. Ich musste zwischen Hamburg und Bremen immer hin und her fahren. Entfernung 125 Kilometer, eine Strecke. Da kannst du dir vorstellen, was die Bahnfahrten nur gekostet haben. Ne, ich musste ja leben in der Zwischenzeit. Ja. Alleine diese Ausbildung hat locker um die 50 bis 100.000 D-Mark mal gekostet. Einfach eiskalt in den Sand gesetzt. Ich habe ihr das um die Ohren gehauen. Ne, dieser Sachbearbeiterin, der beim Arbeitsamt. Ich habe gesagt, gerne sagen Sie mal, geht's eigentlich noch irgendwo? Ne? Und prompt kam dann natürlich wieder die Eingliederungsvereinbarung. Das war ja wieder klar. Und dann habe ich ihr gleich gesagt, gute Frau, lassen Sie es. Ich unterschreibe keine Eingliederungsvereinbarung mehr. Sie wissen ganz genau, wenn ich das Ding unterschreibe, habe ich keine rechtlichen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Und das läuft nicht. Und dann fing sie an, mich wieder unter Druck zu setzen. Ne? Erst hat sie gesagt, ja gut, dann nehme ich sie wieder raus aus der Vermittlung. Habe ich gesagt, gut, soll mir recht sein. Und da habe ich gesagt, nein, wenn Sie sich da weigern, und dann müssen Sie ja wieder Bewerbungsbewegung machen. Habe ich gesagt, gut, in Ordnung, wenn Sie es bezahlen wollen, bitteschön. Ne? Sie wollen natürlich auch dann die Bewerbung nicht bezahlen. Ich könnte das ja mit dem Internetanschluss machen, ne? So ungefähr. Ne? Und das wird natürlich so nicht laufen. Also es ist unglaublich. Und da merkst du, es ist die pure, blanke Willkür. Wie es ihnen gerade im Kram passt. Mal ist die Ausbildung veraltet, dann kann man uns wieder einsetzen, weil man hat ja gute Ausbildung. Mal werde ich aus der Vermittlung rausgenommen, dann wieder mal nicht. Und so läuft das wirklich hin und her. Also Willkür ist überhaupt nichts dagegen. Ne? Und ich habe natürlich sofort, und diesmal gibt es einen richtig guten Anwalt. Ich habe dann mich sofort um einen Anwalt gekümmert. Der sitzt in Brandenburg, der macht gute Sendungen beim RBB. Ich habe dem das alles erzählt. Und der hat auch seine Zustimmung schon gegeben. Also das geht richtig ab jetzt. Ja, kannst du den nennen, den Rechtsanwalt, oder? Ja, oh, warte mal, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich den... Ja, weil das wäre vielleicht ganz gut für Leute, die sich eben auch an Rechtsanwälte wenden möchten. Die wollen ja auch immer so ein bisschen mal ein paar Tipps haben. Ne? Also wir können natürlich das nicht garantieren. Das ist ja auch nur ein Erfahrungsbericht. Wir geben ja auch hier keine rechtlichen Beratungen, ja, und sowas. Aber wir berichten von den Tatsachen und von den Möglichkeiten, die man hat, ne? Oder? Wie siehst du das? Ja, klar. Ja, und vor allem dieser Rechtsanwalt, ich habe mit dem ein langes Gespräch geführt, der ist sehr interessiert daran, dass er Fälle in Hamburg bekommt. Der sitzt ja in Brandenburg. Und ich könnte mir gut vorstellen, hat er schon mal gemacht, dass er dann in Hamburg ein Büro eröffnet. Und der steht vor allen Dingen auf unserer Seite politisch gesehen. Von daher ist das ganz gut. Ich kann den Namen mal nennen. Der Rechtsanwalt heißt Ludwig Zimmermann. So wie man Zimmermanns normal schreibt. Straße ist die Kirchallee 52 in 14469 Potsdam. Telefonnummer 0331 27 09271. Und er macht sogar eine kostenlose telefonische Beratung. Ich glaube, mittwochs ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, aber ich glaube, von 13 bis 17 Uhr muss man halt versuchen und da mal anfragen. Der weiß das. Dann kriegt man das ja gesagt.
Also vor allem für die Hamburger Leute, wendet euch an den Rechtsanwalt. Ich hoffe, dass der dann hier im Büro aufmacht und wieder noch stärkere Unterstützung haben kann. Hast du auch eine Webseite von dem, oder? Ja, die gibt es auch. Die gibt es. Oh, aber die. Aber man muss eigentlich nur unter Ludwig Zimmermann gucken, Rechtsanwalt Potsdam, dann findet man die auch. Okay, wir können das ja auch bei uns nochmal auf die Seite stellen. Ich werde das auch machen unter vug.wakenews.wordpress.com. Das ist die Webseite der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Da gibt es auch gleich oben in der Leiste Helfende bei Hartz IV. Da kann man draufklicken, gleich oben auf der Leiste, kommt dann direkt zu dieser Liste und das werden wir dann auch irgendwie ergänzen. Kannst mir ja dann die Daten nochmal rüberschicken, ja, Michael, dann irgendwann. Ne? Okay, dann machen wir das noch. Okay, das finde ich, super. Das ist kein Problem. Das oder bei dir natürlich auf dem Hölderlin-Blog, ne? Da kann man ja auch reingehen. Sag deine Webseite nochmal. Das ist, muss ich überlegen, warte mal, HTTP, dann Summers Flash und dann hölderlin.blog.de. Hölderlin aber mit OE dann, ne? Ja, natürlich, ist klar. Das okay. Ja, aber auch du bist verlinkt bei mir auf der Seite vugwakenews.wordpress.com. Also unterstützt da alle entsprechenden Möglichkeiten, die wir haben, die wir bieten. Auch wer hier noch zuhört von den Leuten, die diese Sendung jetzt hier beiwohnen oder später die Aufzeichnung hören, setzt euch durchaus mit uns in Verbindung. Wir brauchen nämlich so viel wie möglich Leute, die uns hier mithelfen, diese Ungeheuerlichkeiten aufzudecken. Und auch natürlich anderen Menschen, die in dieser Situation stecken, zu helfen. Das heißt, es sollen sich auch hier Leute melden, die nicht nur Hartz IV oder so oder beziehen oder denen es nur schlecht geht, sondern es können sich auch Leute melden, die einfach helfen wollen. Ja. Egal was es ist, ob es Beratung ist oder ob es materielle Dinge sind, die man zur Verfügung stellt oder einfach nur begleitend zur Verfügung stehen, wenn irgendwelche Termine bei so Jobcentern wahrgenommen werden müssen. Und wir konzentrieren uns natürlich auch im Moment hier auf diese BRD-Hartz-IV-Geschichte, weil die soll ja europaweit eingeführt werden. Ja, ich höre schon von allen möglichen Ländern, also Frankreich will es einführen, in der Schweiz ist es geplant, wahrscheinlich viele, viele andere Länder auch. Ne? Oder? Ja, ist bekannt. Italien, überall soll es eingeführt werden. Ja, und deswegen müssen wir hier bereits an der Quelle, an der Wurzel anpacken und eine globale Organisation aufbauen, die sich dagegen stemmen kann, gegen diese Ungeheuerlichkeiten. Denn wenn die schon als DIMS, ich bezeichne die jetzt immer als DIMS, ne, die dominante irrsinnige Minorität, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen reichen Bonzen oder Bankstern der kleineren Sorte, sondern die DIMS ist eine Gruppierung von 5.000 bis 6.000 Leutchen nur, ja, also ausschließlich. Und die stecken hinter den Kulissen, da weißt du manchmal gar nicht, wer das überhaupt ist. Und die haben ihre Fänge, ihre Polypenarme überall um die ganze Welt gespannt und haben die Regierungen alle voll unter Kontrolle. Die arbeiten also in deren Auftrag, weil die haben auch die Herrschaft über das Schuldgeld. Und damit tyrannisieren sie uns, terrorisieren sie uns und Jobcenter sind also quasi auch nur so ein ausführendes Organ davon. So muss man sich das vorstellen, ist meine Ansicht, ja. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ich habe gerade gesehen, Tante Maria, grüß dich, ich kenne sie ja, hat bereits bei Orgi Talk den Link für den Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt. Ja. Ich ziehe mal meinen Rechtsanwalt, kann man bei Orgi Talk auf der linken Seite kann man direkt draufklicken. Klasse. Also da wird überall schon ordentlich mitgearbeitet. Wir müssen es auch tun. Und auch letztendlich wird es eine Aufgabe sein, auch in anderen Sprachen über diese Ungeheuerlichkeiten zu berichten. Also irgendwann wird es auch notwendig, übergreifend über die deutschsprachigen Raum hinaus mit anderen Kontakt aufzunehmen. Aber die hören ja eh alle schon bei uns hier ein bisschen zu, ne? Okay, also gut, das ist ungeheuerlich, was du da geschildert hast, Michael, und das ist eben so, man muss einfach mal die Sachen auch aussprechen oder schildern, was einem so alles passiert, dann kann man auch relativ schnell vergleichen, werde ich auch so behandelt oder nicht. Wir haben ja auch so auf der vug.wakenews.wordpress.com Seite einen solchen Fragebogen, da kann man also anklicken, was man selber so erlebt hat, und ich sammle das mal so ein bisschen und da werden wir dann auch bei Zeit nochmal drauf eingehen. Wir kriegen natürlich auch immer Zuschriften und jeder, der jetzt auch hier sich da nochmal melden möchte, da zu diesem aktuellen Thema, bitte einfach unbedingt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr könnt mir hier Zuschriften schicken unter VGU. Ja, das ist etwas umgedreht hier. Wenn es also um die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten geht, ist es VGU.
@wakenews.net oder jetzt hier während der Sendung radio@wakenews.net. Könnt ihr mir hier noch Infos reinschicken oder in den Chat räumen. Ne? Ich muss da gleich auch mal gucken, was hier los ist. Ne? Ja, ganz, ganz kurz nochmal. Und ja, zwar kriege ich gerade die Meldung bei OrgiTalk, dass der Link nicht funktioniert. Kann jemand mal erklären, wie man so einen Link setzt? Also bei OrgiTalk kann man ja einen Link direkt setzen. Ah, ja, gut. Zwar, weißt du, wie das funktioniert? Ich versuch's mal, ob ich es hinkriege. Ah ja. Zahn der Maria, hören wir mal ganz kurz zu. Und zwar musst du mit der Maustaste auf Senderaum 3 gehen, Sondersendung Hartz-IV Gegenmaßnahmen. Und zwar, glaube ich, mit der rechten Maustaste. Und dann gehst du ganz nach unten, dann steht dann Nachrichten senden. Und dann kannst du den Link dort eingeben und dann auf, Moment, muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ja, da kannst du dann, oben ist so eine Leiste, da kannst du auf Link einfügen klicken. Und dann müsste der Link dort erscheinen. Aber warte mal, ich gucke gerade mal, ob das Moment. Ich gucke gerade mal. Ja, ja. Also. Also immer zu hier, ne? Muss ja auch klappen, ne? Die Technik. Aber ja, doch, es geht, aber es geht inzwischen. Es geht inzwischen, wie ich gerade sehe. Jetzt eigentlich. Okay. Ansonsten muss. Es geht, der Link geht jetzt inzwischen. Okay. Ansonsten nimmt man das einfach, kopiert man das mit der Maus und tut es irgendwo in den Browser ein, in die Browserleiste ein. Klicksen und dann geht das auch. Aber gut, wir finden das und auf jeden Fall werden wir ja auch diese Links setzen auf unseren Seiten. Gut, also es ist wirklich unglaublich, was da passiert und wir müssen einfach eine große, große solidarische Gemeinschaft aufbauen und je mehr Leute mitmachen, ja, stellt euch nur mal vor, nur mal so gedanklich. Der Michael sagt was von Hamburg und was weiß ich und dann ist da Brandenburg und hier sind Leute aktiv und da Leute, aber wir müssen uns ja alle verknüpfen, alle verbinden, alle vernetzen. Und wenn dann so, was weiß ich, mehrere hunderttausend allein schon dann sich auf die Hinterachsen stellen, dann müssen die das Ding fallen lassen. Und das ist ja die Absicht hier dieser Sendung, ist Hartz IV abschaffen. Das wäre schön, ja. Ah, das wollen wir abschaffen. Und ob man dann zum Beispiel so Zwischenlösungen macht, wie im Grundeinkommen oder so, da kann uns ja nachher der Michael von Labarababa PF dann noch ein bisschen was dazu erzählen. Der hört jetzt vielleicht auch schon zu. Wir haben ihn jetzt noch nicht drin, direkt, weil wir sonst hier zu viele Leute gleichzeitig sprechen haben und dann bricht nachher noch irgendwie das System zusammen. Deswegen haben wir das ein bisschen aufgeteilt. Ja. Okay. Ja, Michael, dann mach mal weiter. Hast du noch andere Punkte? Sonst hatte ich ja auch noch hier was zum Vorlesen von so einem Fall, der also auch eklatant ist. Da hatten wir Zuschriften gekriegt. Wir müssen ja auch mal so ganz brutale Sachen auch mal aufführen, ja? Ja. Auch von Situationen, wo man selbst sagt, na ja, gut, wenn er früher agiert hätte und so, aber wir wollen ja auch davon lernen, von den Fehlern, ja, ja. Ne, oder? Wie ja, das ist ja klar, aber ich sag's, ich wiederhole es trotzdem nochmal. Leute, es ist wirklich wichtig, dass ihr, wenn ihr solche Schweinereien erlebt, ihr müsst wirklich sofort handeln. Es läuft einfach die Zeit gegen euch. Also darauf möchte ich nochmal wirklich hinweisen, weil wir können dann auch nichts mehr machen. Wenn das Kind mal im Brunnen gefallen ist, ihr habt kein Geld mehr, braucht nur mal einen Rechtsanwalt anzurufen oder sonst was, dann sind wir hier auch machtlos. Deswegen immer so schnell wie möglich handeln. Notfalls ruft bei uns an, wir versuchen euch dann weiterzuhelfen. Ja, wobei wir können das natürlich auch nicht einfach so machen. Das machen wir ja ehrenamtlich in Anführungszeichen sozusagen in unserer Freizeit. Auch ich mache meine Sendung so. Wir brauchen natürlich auch ein paar Spenden. Das eine. Und das andere ist, auf jeden Fall brauchen wir auch Manpower. Wir brauchen also Leute, die uns mit zur Seite stehen, die so auch bereit sind, zum Beispiel eben Leute, wo wir Leute hinverweisen können, zum Beispiel zum Mitgehen zu Jobcentern, und zwar aus der ganzen Region, also überall Bundesrepublik, wo es möglich ist. Da kann man uns einfach anschreiben, sagen, ja, hier, ich bin bereit, ich begleite Leute mit und so. Es geht einfach nur darum, dass man erstmal jemanden dabei hat. Ja. Und nicht alleine in so ein Gespräch geht, ne? Stimmt das? So ist es. Mir ist es am Montag leider passiert, dass ich allein hingehen musste, weil meine Begleitung leider kurzfristig krank geworden ist. Und das ist natürlich blöd. Das was kann passieren, aber es lag einfach auch daran, dass einfach nicht genügend Leute vorhanden sind, dass ich hätte auf jemand anders zugreifen können. Und das muss sich ändern. Das muss sich einfach ändern. So. Und ich will nur ganz kurz, also was ich schon mal eine sehr positive Reaktion fand, und zwar hat mich aus Hamburg-Rahlstedt eine Frau angerufen. Und die hat das richtig gemacht. Die hat sehr schnell reagiert. Die hat also eine Eingliederungsvereinbarung ist ihr zugeschickt worden. Die hat sie unter Vorbehalt unterschrieben. Prompt kam natürlich der Verwaltungsakt. Und daraufhin hat sie mich sofort angerufen. Das ist natürlich sehr gut, weil man dann sehr schnell handeln kann. Ne? Also sie
steht zum Beispiel vor der Situation, soll an einer Maßnahme teilnehmen und soll gleichzeitig innerhalb von 3 Monaten eine neue Wohnung suchen, weil ihre alte Wohnung zu teuer ist. Das ist, wenn man weiß, wie die Wohnungssituation für Hartz-IV-Wohnungen ist in Hamburg, das ist völlig unmöglich, ne? Und da kann man natürlich auch schön eingreifen. Wir werden uns nächste Woche treffen, also sie wird zu mir kommen. Und dann wird, also ich stelle mich dann hin und schreibe dann notfalls auch mal einen Widerspruch. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja, das ist wichtig. Man muss auch wissen, wir reden zwar hier über Hartz IV, aber die Sache geht auch an die Leute, die in Anführungszeichen in normalen Verhältnissen leben, also die nicht auf Sozialhilfe unbedingt angewiesen sind oder Arbeitslosenhilfe, sondern es ist ein Teil der Agenda 21, wo der Schröder ja hier auch mitgewirkt hat, das umgesetzt hat, wo es eigentlich darum geht, den Lebensraum von Menschen auf Meerschweinchengröße zurückzuschrauben. Ja, Meerschweinchenkäfiggröße. Ja. Da hatte ich jetzt auch in irgendeiner anderen Sendung das schon mal angerissen. In New York machen sie das beispielsweise, dass für Studenten und so jetzt genormte Wohnflächen zur Verfügung stellen, wo du dich quasi gerade noch so rumdrehen kannst und wo alles irgendwie miteinander verbaut ist. Das wird richtig so wie so Ställe werden die vorfabriziert und dann so Blocks da überall hingesetzt. Also das ist das, was die wollen. Die wollen die Sklaven oder Meerschweinchen oder Karnickel, wie sie uns alle nennen, oder Schafe, ne? Wollen sie also einkerkern und dann kriegen sie wahrscheinlich dann auch irgendwann mal nur noch einen Griff außen, ne, dass man gar nicht mehr selber raus kann, sondern immer betteln muss, dass man rausgelassen wird aus diesem Kaninchenstall, damit man wenigstens mal frische Luft schnappen kann. Das ist dann eine Inkarzerierung der gesamten menschlichen Bevölkerung, die man dann noch übrig lässt, ne, nach dem Georgia Guidestone Event, dass also so und so viele Leutchen ja vorher umgelegt werden sollen, ne. Aber das ist nur so am Rande. Also deswegen müssen wir alle daran arbeiten, dass das gar nicht erst überhaupt passiert und jetzt bereits sagen, nicht, das geht nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Oder? Ja, und wie man hier an meinem Beispiel sieht, nicht nur das, die Wohnsituation, sondern darfst du dann auf der Basis von Hartz IV, dass du also noch bei der Tafel anstehen musst, damit du überhaupt noch was zu fressen hast, darfst du dann auch hochqualifiziert umsonst arbeiten. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Ja, das ist übrigens das, was die Römer früher ja auch gemacht haben. Die haben ja Welt, also soweit sie das konnten, in dem Rahmen Kriege geführt und haben also überall Sklaven sich geholt. Beliebt waren besonders griechische Sklaven, die gebildet waren, ja. Weil die haben sie dann da geholt und die mussten dann die Kinder der wohlhabenden Senatoren und alle möglichen anderen dann unterrichten. Natürlich nur für Lau natürlich, als Sklave, ne? Und dann kriegte man ein bisschen was zu essen, ne? Krümchen, die übrig blieben. Und wenn man besonders nett war, dann kriegte man auch vielleicht mal, ja, was Besonderes, ne? Aber sonst. Und das wollen die hier auch wieder einführen. Weil diese Leutchen, diese Dems, diese dominante irrsinnige Minorität, diese 5.000, 6.000, die ziehen sich ja auf diese Zeiten zurück. Das sind ja diese Tyrannen. Und das sind diese Leutchen, die also hier die Sklaverei wieder offiziell einführen wollen, ne? Inoffiziell ist sie ja schon, aber die wollen es dann offiziell machen, oder? Mit der neuen Weltordnung. Ja, klar. Ich wollte noch mal einen Hinweis geben. Also Tante Maria hat hier nochmal haufenweise Links reingegeben auf OKTalk. Also wir sind hier zum Teil auch bekannt, also chefduzen.de und das Elo-Forum, das ist ja auch bekannt, das sitzt in Bonn, glaube ich, ja. Und die Linke in pirna.de, also reichlich Links, die man wirklich aufrufen kann, die ganz interessant sind. So, und ich wollte noch ganz gerne von einem anderen Fall berichten, den hatten wir in der letzten Woche. Ich würde ganz gerne mal, damit man mal weiß, wie so etwas aussieht, wenn man also einen Verwaltungsakt erhält, wie man da so einen Widerspruch formulieren kann. Soll ich sowas mal machen? Ja, das wäre gut, aber wir müssen sehen, wir gehen jetzt gleich schon auf die Pause zu. Und ich sag dir dann rechtzeitig Bescheid, dass wir dann kurz unterbrechen, ne? Okay. Also ich lese es mal vor, damit man sieht, also schwierig ist es gar nicht, wenn man so ein paar Grundbegriffe kennt, kann man das ganz gut selbst machen. So, also Widerspruch, BG-Nummer, Ihr Zeichen, Widerspruch gegen den Ersatz der Eingliederungsvereinbarung, das ist dieser Verwaltungsakt EGV, vom Sohn zu finden. Sehr geehrter Herr, hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen den Verwaltungsakt vom Sohn zu finden ein. Begründung. Also auf solche Dinge kann man wirklich achten, also diese Dinger sind fast alle rechtswidrig. Und die machen Fehler ohne Ende.
Begründung: Schon die Tatsache, dass der von Ihnen mir zugesandte Verwaltungsakt keine Unterschrift trägt, macht diesen in rechtlicher Hinsicht völlig unwirksam. Auch ist der von Ihnen formulierte Verwaltungsakt an verschiedenen Positionen rechtswidrig und von daher zurückzuweisen. Erstens, mir wurde am so und so vielen von Ihnen ein vorgefertigter EGV vorgelegt, die ich einfach zu unterschreiben hatte, ohne dass diese EGV mit mir besprochen und oder erörtert wurde. Das ist etwas, was Sie grundsätzlich so machen. Normalerweise muss eine Eingliederungsvereinbarung besprochen werden. Und es geht darum, dass du ja eigentlich dein Einverständnis geben sollst. Das wird gar nicht gemacht. Die Dinge sind alle vorgefertigt, werden einfach auf den Tisch hingelegt und hat man einfach zu unterschreiben. Das ist eine völlig rechtswidrige Vorgehensweise. Ebenso erfolgt weder eine Potenzialanalyse, noch wurde mir eine Integrationsanalyse unterbreitet, aus der ersichtlich wird, wie Sie beabsichtigen, mich zügig über eine qualitative Ausbildung in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Verweis Sozialgericht Hamburg vom so und so vielen Aktenzeichen. Wenn man das natürlich noch mit reinpacken kann, ist es natürlich wunderbar. Die Vorgehensweise ist zwingend, um eine Integration in den Arbeitsmarkt zielgerichtet und erfolgreich umzusetzen. In Ihrem Verwaltungsakt geben Sie an, mir für schriftliche Bewerbung einen Geldbetrag in Höhe von 200 Euro pro Jahr zur Verfügung stellen zu wollen. Dabei konkretisieren Sie nicht, in welcher Höhe die einzelnen Bewerbungen von Ihnen erstattet werden sollen. Sollen das 5, 11 Euro oder was auch immer für einen bestimmten Betrag sein? Also es kommt ja immer darauf an, was Sie pro Bewerbung zur Verfügung stellen. Dementsprechend können die Bewerbungen natürlich auch gestaltet werden. Ebenso erklären Sie nicht, wie ich dann die Bewerbung zu finanzieren habe, wenn der von Ihnen angegebene Maximalbetrag überschritten werden muss. Wobei das ARG 2 immer nur das Existenzminimum darstellt. Auch bei den Fahrkosten begrenzen Sie sich in Ihren Aussagen auf die Formulierungen: Fahrtkosten zu Vorstellungsgespräche können in notwendigem Umfang erstattet werden. Bezüglich der Höhe und des Umfangs bleiben Sie im Bereich von Vermutungen und Unklarheiten. Und was bedeutet dabei die Formulierung können? Werden nun Fahrkosten erstattet oder nicht? Also da kann man sie immer wieder packen. Die formulieren alles im Wagen, alles ist schön unkonkret. Ebenso sind die Eingliederungszuschüsse völlig offen und nicht konkretisiert. Diese haben individuell auf meine persönliche Situation zugeschnitten zu sein. Drittens, es ist darauf hinzuweisen, dass kein Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, mir auf eine eingereichte Bewerbung auch eine schriftliche Antwort zu geben und dies nicht gerade selten auch unterbleibt, wie viele Erwerbslose auch über die Medien berichten. Also kann ich deshalb auch nicht dafür verantwortlich erklärt oder sanktioniert werden. Also das heißt, es läuft darauf hinaus, das war bei mir auch so, bei der Sachbearbeiterin, die hat dann von mir verlangt, dass ich per Absageschreiben beweisen soll, dass ich mich beworben habe. Da habe ich gesagt, gute Frau, das können Sie vergessen, die meisten Arbeitgeber schicken gar keine Absageschreiben. Ja, dann habe ich dann gefälligst anzurufen, den Arbeitgeber unter Druck zu setzen, dass er das macht, was natürlich völlig aberwitzig ist. So, ja. Viertens, also solche Sachen stehen da drin und die kann man natürlich angreifen. Viertens, des Weiteren drohen Sie mit einer 100% Kürzung schon bei einem ersten Verstoß, ohne zu erklären, wie dann meine Existenz abgesichert werden soll. Auch Ihnen müsste klar sein, dass nach dem Grundgesetz und auch nach internationalem, in Deutschland gültigen Recht Sie niemand dem Hungertod oder der Obdachlosigkeit aussetzen dürfen. Außerdem verlangen Sie selbst nach dem völligen Entzug meiner gesamten Existenz, dass ich selbst dann auch die von Ihnen definierten Eigenbemühungen und Nachweise zu erbringen habe. Wie das ohne finanzielle Grundlage umzusetzen ist, erklären Sie dabei nicht. Also was die da zum Teil machen, ne, die kürzen den Leuten das Geld komplett weg und dann müssen die sich trotzdem noch in Eigenbemühungen. Die Leute haben keine Wohnung, die haben keinen Briefkasten, gar nichts mehr. Die stehen auf der Straße, sollen dann trotzdem Eigenbemühungen machen. Und wenn sie die nicht machen, dann kommen sie nie wieder in den Bezug. So läuft das, ne? Ja. Moment. So, wir gehen jetzt gleich in die Pause. Und vielleicht behältst du den Gedanken nochmal. Und dann können wir sicher noch einen Moment weitermachen da am Beginn der nächsten Stunde, ne? Okay. So, also das ist ganz wichtig. Man kann es auch dann nachher als Beispiel mal runterladen bei dir, ne? Oder? Ja, das Ding muss ich noch hochladen. Ja, okay. Aber du arbeitest daran, dass man das nachher sehen kann. Ja. Das ist nämlich wichtig, dass man so ein Beispiel hat, ne? Man muss das natürlich dann immer wieder ein bisschen adaptieren, ne? Ja, natürlich. Ja, oder? Ja. Ne? Man muss das immer ein bisschen verändern, aber man hat mal eine Grundlage. Ja, okay.
So, wir sind gleich in der Pause. Bleibt alle dran. Hier ist der Detlef von Weakness Radio bei United We Win. Und wir sind jetzt gleich in der Pause und sind da wieder zurück. Weakness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter weakness.net. Rufen Sie uns unter 00353 46 927 1212 an. Wow, hier ist der Detlef von Wake News Radio. Wir sind der United We Win Radiomarathon-Sendung und wir haben hier ein heißes Thema mit Hartz IV Gegenmaßnahmen. Und wir müssen alle zusammenhalten und solidarisch sein, dann kriegen wir das auch hin, Mensch. Und ihr habt die Möglichkeit, uns hier ständig auch Informationen zukommen zu lassen. Ihr könnt das sogar anrufen. Ne? Das habt ihr hier gerade von der netten weiblichen Stimme da gehört. Ne? Ich sage euch aber hier nochmal ganz kurz die Nummer, falls das jemand machen will. So teuer ist es eigentlich auch nicht. Ne? 0035 für Irland 346 927 1212, hatte die Dame gesagt. Ne? Aber die war so schnell weg. Und man hatte vielleicht eher mit der Dame zugehört als der Nummer. Ne? Okay. Oder hier, man kann natürlich auch ganz herrlich bei uns hier in die Chaträume posten bei wakeness.net, Wakeness Radio, weil ich übertrage auch über ICRN und UWS Radio. Das heißt, das kann man auch bei mir auf der Seite jetzt inzwischen wieder hören. Live! Und dann natürlich bei orkytalk.com, da kann man auch ganz schön klasse mitreden und einposten und was auch immer. Und natürlich kann man mir zusenden hier bei radio@wakeness.net auch die entsprechenden Fragen, Kommentare und so weiter, auch für unsere Gäste. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Milene FM in Luxemburg überträgt das auch, Milene FM Radio, klasse, super, die hat mir übrigens geholfen hier, die Milene, dass ich hier wieder das streamen konnte. Ihr kennt sich da nämlich gut aus damit, ne? Also danke. Okay, und natürlich hier Alan und Steve von OYM Radio in Irland sind ganz klasse hinter den Kulissen hier für uns aktiv. Sonst hätten wir die Show heute so gar nicht machen können. Und wir sind auch bei WSR in USA. Ja, Dave in Nevada ist auch drin. Okay, der hört nämlich auch schon zu. Ne? Trinkt schon seinen Kaffee. Bei denen ist ja elendig früh noch. Ne? Okay, so ist das. Also, wir hatten hier den Michael Lange schon drin, hier die erste Stunde. Und jetzt haben wir auch noch den Michael E. von Labarababa. Der muss noch einen Moment Geduld haben. Aber der Michael Lange wollte jetzt zu Ende führen hier seine Antwort hier bei solchen, komm, jetzt spring rein, Michael. Ich spring nochmal rein. Also bei dem Verwaltungsakt, ne? Man da reagieren kann. Ja, Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt. So, dann setze ich das nochmal kurz fort. Außerdem verlangen Sie selbst noch nach dem völligen Entzug meiner gesamten Existenz, dass ich selbst dann auch noch die von Ihnen definierten Eigenbemühungen und Nachweise zu erbringen habe. Also das heißt, selbst wenn du keine Wohnung mehr hast, wenn du keinen Briefkasten mehr hast, wenn du auf der Straße stehst, hast du selbstverständlich noch Eigenbemühungen zu bringen, dich mit Arbeitgeber in Verbindung zu setzen. Wo die natürlich deine Briefe hinschicken sollen, weiß ich auch nicht. So. Wie das ohne finanzielle Grundlage umzusetzen ist, erklären Sie dabei nicht. In diesem Zusammenhang weise ich auf den Artikel 1 Absatz 1 unter anderem des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Artikel 20, 1 Grundgesetz. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Auch weise ich Sie deshalb ausdrücklich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 9. Februar 2010, Aktenzeichen BFERFG 1BVL 1-09 hin, in dem das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass entsprechend im Grundgesetz das Existenzminimum auf jeden Fall vom Gesetzgeber sicherzustellen ist. Da das ALG II vom Gesetzgeber als Existenzminimum in Klammern Grundsicherung definiert worden ist, darf dieses auch als Sanktion nicht unterschritten werden. Wobei das Berliner Sozialgericht mit seinem Beschluss vom 25. April 2012, Aktenzeichen S55AS 9238-12, den aktuellen Regelsatz für verfassungswidrig zu niedrig hält und deshalb diesen Regelsatz erneut zur Prüfung an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet hat. Fünftens.
Die Aufforderung zu einer ärztlichen und psychologischen Untersuchung hat nichts in einer Eingliederungsvereinbarung zu suchen und ist eindeutig sittenwidrig und darf vertraglich nicht geregelt werden. Also was die liebend gerne machen, Eingliederungsvereinbarung steht schon drin, dass man sich verpflichten muss, eine ärztliche oder psychologische Untersuchung über sich ergehen lassen zu müssen. Siehe dazu das Urteil des Sozialgerichtes Bremen, Aktenzeichen S28-8AS-266-12ER. Sechstens. Die Eingliederungsvereinbarung darf nur über einen Zeitraum von 6 Monaten ausgestellt sein und nicht so lange, wie Hilfsbedürftigkeit besteht. Was sie auch, also der Verwalt, die Eingliederungsvereinbarung darf maximal 6 Monate dauern und nicht länger. Was sie gerne machen, dass sie dann plötzlich reinschreiben, besteht so lange, wie Hilfsbedürftigkeit besteht. Und das ist nicht zulässig. Siebtens, bezüglich der Verpflichtung zu einem Eurojobs. Ein Eurojobs sind keine reguläre Arbeit, müssen grundsätzlich zusätzlich und konkretisiert sein. Außerdem hat die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nach den gesetzlichen Bestimmungen absoluten Vorrang und eine generelle Verpflichtung zu einem Eurojobs ist von da rechtswidrig. So. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, man kann diese 1-Euro-Jobs auch überprüfen lassen. Man weiß mittlerweile, dass der Großteil der 1-Euro-Jobs schlicht und ergreifend den Bestimmungen gar nicht entspricht und eher sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit. So, das kann man prüfen lassen und es sind schon manche Jobs, mussten die Jobcenter Gehalt nachzahlen. So. Wow. Und du wirst das ja dann also nochmal schreiben oder ausarbeiten und dann hochladen, sodass also jeder, der das, wir müssen ja alle darauf hinweisen, dass man also massiv gegen all diese Dinge vorgehen sollte, ja. Friedlich bestimmt und auf rechtlichem Wege, ja, und damit du das dann, damit dann die Leute mal sehen, wie das funktioniert, dass du es dann hochlädst bei dir auf der Seite, gell? Ja, ich habe zum Abschluss, das konnte ich mir nicht verkneifen, da bin ich noch etwas ironisch geworden und habe dann geschrieben, also es war nicht mein Fall, sondern es ging um jemand anderes, der über diese Sendung an mich gelangt ist. Zum Abschluss meiner Formulierung weise ich Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sind, alle Ihre Bemühungen darauf auszurichten, dass ich entsprechend meiner Schulausbildung eine beruflich qualitative Ausbildung erhalte. Damit soll sichergestellt werden, dass ich dauerhaft durch eigene und ausreichend bezahlte Arbeit ohne Transferzahlung mein Leben gestalten kann. Möglichst auch eine Familie gründe, um für gut ausgebildeten Nachwuchs bzw. Fachkräfte zu sorgen, damit auch ihre Rente dauerhaft gesichert bleibt. Von daher ist die angegriffene Verwaltungsakt ist aus den von mir genannten Gründen rechtswidrig und deshalb zurückzuweisen. Mit freundlichen Grüßen. Tja, herrlich. Klasse, ja, das so müssen wir es machen, dann wackelt das Ding und dann haut das alles in sich zusammen. Ich habe übrigens gerade hier noch eine Zuschrift bekommen von über radio@wirklich.net, kann man uns ja immer noch zusenden, hier Infos, Kommentare, Fragen. Und da steht hier, Frau aus Rahlstedt, hallo ihr Lieben, ich höre gerade eure Sendung, ich bin die erwähnte Frau aus Rahlstedt und freue mich, euch gefunden zu haben. Mit der Info, dass die Hartz IV auch in anderen Ländern einführen wollen, sind mir gerade die Schuppen von den Augen gefallen. Danke, dass ich euch gefunden habe. Ihr habt recht, wir müssen uns zusammentun und uns zusammenschließen. Freue dich, Michael, nächste Woche zu treffen und hör mir weiter die Sendung an. Herzliche Grüße. Klasse, danke. So ist das genau richtig, so muss man es machen, ne? Ja. So ist das. Oder? Ja. Noch ganz kurz, also dieser Widerspruch hat auch einem Rechtsanwalt vorgelegen. Der hat gesagt, klasse, prima formuliert. Ja, denn eben genau, wir können ja nicht immer nur auf Rechtsanwälte zurückgreifen, wir müssen eben auch in der Lage sein, unsere Geschicke mal selbst in die Hand zu nehmen, denn vieles ist ja eben auch einfach so offensichtlich, ja, tyrannisch und terroristisch schon beinahe, ja. Ja, also gegen die eigene Bevölkerung gerichtet, dass es unglaublich ist. Ne? Und deswegen müssen wir was tun. Friedlich, und bestimmt und auf dem Rechtswege. Aber man darf auch gerne mal solche Sachbearbeiter einen Besuch abstatten. Das ist ja gar nicht so schlecht, fände ich eine gute Idee so mal. Ne? So, ja, ich nenne sie auch. Zu sagen. Ich nenne sie auch. Wie hieß denn unsere Dame? Das hören Sie gar nicht mehr an. Ach doch, so, ne? Zum Beispiel mal wie so eine. Wie hieß sie da in Wien? Ja, ich in Hamburg? Frau Benzlin.
Ganz lean. Grundstück 45, dritter Stock, Zimmer 311. Ich würde schön grüßen von mir. Frau Ganzlin, jetzt kommen ganz viel Besuch. Okay, ja, das ist klasse. So, jetzt sind wir hier mal so weit, dass wir vielleicht mal gucken, ob der Michael E. von Labarababa PF auch schon da ist. Bist du da, Michael? Labarababa natürlich. Ne? Hallo miteinander, ich grüße euch. Hi, klasse, dass du heute auch mit dabei bist. Super. Dankeschön. Also ich grüße erstmal den Michael Lange, klar. Und ich möchte die Zuhörer auch begrüßen, vor allem auch die Menschen, die über Facebook jetzt hier zuhören in der Sendung. Und natürlich dich insbesondere ganz herzlich, Detlef, ja, möchte ich dich grüßen. Wow, das machen aber relativ wenig, ne? Ja, siehst du mal. Okay, also ich habe ja das die Sendung mitgekriegt zum größten Teil. Und ja, und dann sieht man jetzt einfach mal daran, was der Michael gesagt hat, wie schäbig das alles irgendwie ist. Und ich wollte noch drei Takte zu Hartz IV sagen, bevor wir über das Grundeinkommen sprechen. Und zwar ist es so, gestern haben also hat das oberste Bundessozialgericht eine Klage sozusagen abgewiesen, wo jemand also einen Regelsatz von 1.000 Euro also einklagen wollte. Und jetzt ist es gerade so lustig, der oberste Bundessozialrichter Peter Utsching, habe ich hier bei gegen Hartz.de gefunden, Hartz IV Regelsatzurteil Richter befangen. Und jetzt kommt's. Da hat er doch tatsächlich der Super Illo, oder wie das heißt, Online-Magazin Verlag Burda Media, vor einigen Jahren ein Interview gegeben. Da hat er gesagt, also wer kochen kann, dem reichen 130 Euro. Ne? Hat er also schon vor ein paar Jahren, hat er das Super Illo ist so ein Revolverblatt oder was das ist, keine Ahnung. Das sind so nackte Mädels drauf und sowas. Ja, Matrix-Medien halt. Ja, und was natürlich noch wirklich am allerinteressantesten ist, anscheinend hat sich der Herr Utsching schon mal für die FDP zu den Göttinger Ratswahlen aufstellen lassen, ja. Ne? Und diese Leute, die befinden dann über ne, den Regelsatz, ne? Der sei also in Ordnung, ne? Ja. Ja, okay. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Geht das? Hallo? Wenn du möchtest. Ja, also ich denke mal, das Urteil des Bundessozialgerichtes, da muss man sich nicht von beeindrucken lassen. Das war bei der letzten Klage genau das gleiche Spiel. Die haben natürlich prompt voll abgelehnt und das Bundesverfassungsgericht hat den Regelsatz dann trotzdem für verfassungswidrig erklärt. Also da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Ja, ich habe das ja jetzt nur mal eingeflochten, damit wir mal was zu lachen haben. Ne? Ja, klar. Und was halt auch noch eine Sache, die ich sagen will, also jetzt ist es so, dass die BA also hat jetzt vermeldet, dass in den ersten drei Monaten nur 4% der, also 2012 nur 4% der Hartz-IV-Klagen erfolgreich gewesen seien. Ne? Und wisst ihr auch warum? Weil 85% der Klagen ohne Richterspruch mit Einigung, also das praktisch sich vorher einigen mit den Klägern, ja. Aber dann verkünden 4% der Hartz-IV-Klagen sei nur erfolgreich, ne? Also, das ist noch zu dem Thema. Ja, aber die haben Angst, weißt du, die, das ist Propaganda, die wollen also einfach sagen, jetzt hat das sowieso eh keinen Sinn und, Ja, aber müsst ihr vorstellen, ja. 85% mit 85% sozusagen tun sie sich dann doch noch außergerichtlich einigen und sagen dann, geben offiziell bekannt nur 4% und so, ja, und die Anwälte werden auch immer weniger Geld kriegen dadurch und so weiter. Also das ist schon eine schöne Strategie, die sie da fahren, ja. Und ja, so. Und was noch ist, der Michael hat ja vorhin nochmal aus dem Grundgesetz ein paar Auszüge vorgelesen. Was mir wichtig ist, noch einen Artikel 22 aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und da steht, jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. So. Oh. Wie geht es denn mit Hartz IV, bitteschön? Das ist eine gute Frage, ne?
Wie kann man, das ist ja völlig unglaublich, mit 374 Euro oder in einer Bedarfsgemeinschaft mit 337 Euro in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte gelangen, die für die Würde der freien Entwicklung der Persönlichkeit unentbehrlich sind? Also es müssten eigentlich aus meiner Sicht, um das noch kurz zu kommentieren, bevor du da über das Grundeinkommen noch fängst, es müssen also Hunderttausende von Klagen kommen. Hunderttausende, am besten gleich Millionen, damit die ordentlich zugeschüttet werden und überhaupt keine Zeit mehr haben für irgendwas anderes und nur noch mit Hartz IV beschäftigt dann. Ne? Und wie gesagt, es ist einfach traurig, das, was hier in diesem Land geschieht. Es ist einfach nur traurig. Die Menschen werden kaputt gemacht, ja. Die werden in Depressionen gestürzt, in Krankheit gestürzt. Und die haben Milliarden für irgendwelche Bankster zu retten, ja. Aber naja, okay, also. Gut, lass mal das. No. Kommen wir zum Grundeinkommen. Okay. Also, wir brauchen ja Alternativen, die man generieren müssen, beziehungsweise vorstellen müssen in der Gesellschaft, als Kulturimpuls zum Beispiel, wie wir unter anderem eben dieses Hartz-IV-Regime überwinden können. Und eine Möglichkeit wäre eben das Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen, wie es zum Beispiel in der Definition von dem Netzwerk Grundeinkommen drinsteht. Und zwar die Idee ist folgende. Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer Mitglieder gewährt. Es soll die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, sowie ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden. Das ist die Definition des Netzwerks Grundeinkommen für das Grundeinkommen. So. Das heißt also, wenn wir das jetzt gegen Hartz IV zum Beispiel stellen, ja, wo Menschen also, wie es der Michael vorhin schon vorgetragen hat, gegängelt werden und mit Willkür überschüttet werden und mit Bedürftigkeitsprüfungen und mit Bedarfsgemeinschaften und so weiter überzogen werden. Dann ist, ja, wer wollte was sagen? Nee, mach weiter. Ja, also dann ist es einfach so, dass man sich überlegen muss, hier haben wir einen Bereich, in dem Menschen einem Zwang unterliegen. Sie werden unterdrückt und werden gezwungen, Dinge zu tun, die nicht ihrem Naturell entsprechen und so weiter und so fort. Das heißt, der psychologische Druck auf die Menschen, der da aufgebaut wird, ist krankmachend, ja. Also hier werden Leute krank gemacht. Und nun ist es so, durch das Grundeinkommen, wenn es eben in einer entsprechenden Höhe ist, gehen wir mal, was weiß ich, von 1200 Euro netto aus, ja. Egal, es können auch 1500 sein, besser 1500, ja, netto. Das heißt, Krankenkasse zum Beispiel wäre schon bezahlt und so weiter. Dann würde der Mensch von dem Zwang zur Arbeit befreit. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass ich nach meinen Fähigkeiten und meinen Möglichkeiten frei entscheiden kann, was tue ich. Ja? Also die Motivation, die ich dann erlebe, ist ja diametral entgegengesetzt zu dem, was gerade in Hartz IV passiert. In Hartz IV wird man gegängelt und eingesperrt sozusagen. Und das Grundeinkommen bedeutet genau das Gegenteil, den Menschen freizulassen, ihm zu vertrauen und zu sagen, so, hier hast du Geld, mach mal. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und das ist eine Sache, die ich in den Mittelpunkt stellen möchte, um vielleicht doch irgendwann dieses Hartz IV-Regime beseitigen zu können. Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch immer wissen muss, das ist ja nichts, kein Geschenk oder das ist kein was weiß ich, sondern es schöpft ja aus dem Volksvermögen und das Volksvermögen haben wir ja alle erzeugt oder aus Generationen daraus, ne? Entschuldigung, selbstverständlich und vor allen Dingen, das wird ja immer auch über die Finanzierbarkeit gesprochen, also die Finanzierbarkeit wird ja immer als erstes genannt, oh, wer soll denn das alles bezahlen und so, ja, also wir haben, glaube ich, letztes Jahr die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, 720 Milliarden Euro für Sozialleistungen ausgegeben und das bedingungslose Grundeinkommen, da hat man mal so ein bisschen bei 1000 Euro rumgerechnet, soll ungefähr also dann 800 Milliarden kosten. Ne? Schäuble hat vor ein paar Tagen auch gesprochen, irgendwie letztes Jahr wäre 1 Billion an Sozialleistungen rübergegangen. Wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber finanzierbar ist es auf jeden Fall. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Und
Ja. Was wir dann natürlich hätten, wäre einfach eine ganz andere Gesellschaft. Wir hätten es mit Menschen zu tun, die frei entscheiden können, die sagen können, oder ich fange mal anders an. Ich als Kind habe das noch erlebt in den 70er Jahren. Ich bin 74 mit 14 Jahren auf den Bau, ja, und habe da Maurer gelernt. Und ich bin auch von meiner Familie schon ein bisschen dahin geschoben worden. Jetzt mach mal, du bist aus der Schule, du musst da ein bisschen für den Wohlstand der Familie beitragen und gib mal Kostgeld ab und so weiter und so fort, ja. Und da war ich dann noch mit 17 Jahren schon Geselle und so weiter. Aber man muss sich mal überlegen, hätte ich damals ein Grundeinkommen gehabt, sag mal 74. Ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, ist auch egal. Vielleicht ist es auch zu wenig, aber sag mal 800 Mark hätte ich damals gehabt. Was hätte ich da alles tun können? Ich hätte sagen können, nö, ich mag nicht auf dem Bau. Ne? Ich habe erstmal, ich mache erstmal ein Jahr gar nichts. Ne? Mich mit Freunden treffen oder ich mache ein soziales Jahr. Oder ich guck mal, wie ich da mal gucken, ob ich Kaufmann lernen will oder was anderes. Also das heißt, dieser Druck wäre von der Seite her schon mal gar nicht da gewesen. Hätte ich also schon frei entscheiden können, was tue ich. Ja? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein Kind, meine Familie wird mal groß, ein Kind, das sitzt in seinem Zimmer und singt, ja, singt und singt schön und toll und so weiter, hat ein Grundeinkommen. Können die Eltern nicht sagen, du musst jetzt Schneiderin lernen oder aufs Gymnasium oder sonst was. Kein Kind kann sagen, ich werde Sängerin. Hat er ein Grundeinkommen. Kann's machen. Also, die Befreiung von diesen Zwängen, von diesem Zwang zur Arbeit, als Grundrecht ein Grundeinkommen zu bekommen, das jeden Menschen in die Lage versetzt, Nein sagen zu können. Das ist ja der Punkt. Dass man Nein sagen kann. Ohne, dass man, sagen wir mal, eine Bestrafung kriegt. Darum geht es. Also die Gesellschaft sozusagen. Geht um die individuellen Rechte. Ja, nicht ja jeder per Grundrechtsbestimmung, ob es Menschenrechte sind oder Verfassungen sind oder in der BRD sind es ja das Grundgesetz, ja haben sollte, ne? Ja, stell dir vor, dein Sender sitzt ja jetzt in der Schweiz, aber sag mal, du wärst jetzt in Deutschland und wärst in dieser mystischen Lage und hättest ein Grundeinkommen, da wäre das auch für dich gut, ne? Oder? Das wird übrigens europaweit oder auch weltweit diskutiert. Diese Bewegung Grundeinkommen gibt es ja auch in der Schweiz, gibt es auch in Österreich, gibt es in vielen, vielen anderen Ländern auch. Und in den USA auch. Ja, die Schweiz ist da ganz weit vorne, ne? Also die Schweiz ist da ganz weit vorne. Da gibt es sogar eine Gewerkschaft, und zwar die zweitgrößte Gewerkschaft in der Schweiz, die Syna, ja? Die hat sich dafür ausgesprochen, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Eine Gewerkschaft. In Deutschland sind ja die Gewerkschaften dagegen, ja? Also ja, weil die System Direktsystem gesteuert sind. Ah ja, wenn Grundeinkommen kommt, dann hat der Einzelne so ein großes Gewicht in Verhandlungen gegenüber seinem Arbeitgeber. Wenn er dann in den Job geht, dass man die Gewerkschaften im Grunde genommen nicht mehr braucht. Und die Syna, die Leute, die haben gesagt, was haben wir immer gemacht als Gewerkschaft? Wir haben immer gesagt, das Recht auf Arbeit ist das Zentrale. Nun hat sich aber so viel geändert einfach in der Welt. Die Arbeitsplätze verschwinden immer mehr und so weiter und es wird auch nicht mehr ordentlich entlohnt, also durch diese Leiharbeit und Zeitarbeit und so weiter. Und da haben die gesagt, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz einführen, dann haben wir Vollbeschäftigung. Und das ist unser Ziel. Also Vollbeschäftigung. Sobald ein Grundeinkommen eingeführt wird, ist Vollbeschäftigung. Ne? Ist da logisch? Ja, ja, klar. Ja. Es geht ja auch gar nicht wirklich darum, dass nicht genügend Arbeit zu verrichten wäre. Arbeit ist ja genügend da. Ja, absolut. Es ist nur die Frage der richtigen Vergütung. Es ist ja auch immer die Frage immer wieder gesellschaftlich gestellt worden. Die Frauen beispielsweise, dadurch, dass sie Kinder gebären, sind ja dann auch nur in dieser Situation nicht nur eingeschränkt selbst wieder irgendwie im klassischen Sinne arbeitsfähig, ja, sondern sie sollen sich ja auch um den Nachwuchs kümmern. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Oder überhaupt die Eltern. Ja, also das ist ja auch eine riesige Leistung. Und jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen, oder? Vor allen Dingen ist es ja so, man kennt es ja noch von uns, also wie ich noch jung war, oder wird oft Druck auf die Mädchen auch ausgeübt von den Vätern und so weiter, heirate mal den, ne? Oder heirate mal den und der passt doch zu dir und so. Ein junges Mädchen oder ein junger Mann, egal wie rum, wenn der ein Grundeinkommen von 800 Euro hat oder so, da kann er sagen, nee, ich hab andere Ideen, ja.
Also diese Zwänge, man kann sich völlig befreien von Zwängen, man ist unabhängig, man kann sich kreativ einbringen, man kann seine künstlerischen Talente oder beispielsweise, was mir auch einfällt, stell dir vor, wie viele Kleinstunternehmer gibt's denn? Also so Schreibbüros und was es da so alles gibt, wo sich arm arbeiten, die Leute, ja? Die, wenn die 1.000 Euro Grundeinkommen hätten, dann könnten die mal den Strom bezahlen, ihr Licht bezahlen und ihre Utensilien, die sie brauchen, um arbeiten zu können und von da aus nochmal eben weiter selbstständig kreativ sein zu können, ja? Und heute ist es so, man hat nur ständig Druck. Man weiß nicht, wie sieht's morgen aus und so weiter und so fort. Das ist einfach auch ein zentrales Thema, dass ein Grundeinkommen in vielerlei Hinsicht auch befreit, ja. Und absolut, ja. Und was noch hinzukommt, ist für mich ein sozialpsychologischer Aspekt. Ich bin ja kein Sozialpsychologe, sondern man liest halt mal das eine oder andere und macht sich seine Gedanken. Das Kompensatorische, was zurzeit in der, wo man praktisch an jeder Straßenecke findet, ne? Also ich bin besser wie du, weil ich habe einen BMW und war keine Ahnung, was man da so alles braucht, um sich da besser fühlen zu können als andere. Das würde ja extrem zurückgedrängt. Weil wenn jeder ein Grundeinkommen hat, können sie sich das schenken, ja? Ne? Das ist klar. Ja, dann wird's ja keinen Sinn mehr machen. Absolut richtig. Du, Michael, ja. Oder Labarababa PF, darunter bist du ja bekannt. Du hast ja einen YouTube-Channel, den sagst du mir auch gleich nochmal schnell. Hier, wir gehen gleich ganz kurz in eine Pause, wieder ein Jingle von United We Win. Sag noch schnell deine Webseite. Oder dein YouTube. Ja, gut, man findet mich auf YouTube unter dem Namen Labarababa PF. Ja, ganz einfach. Klasse. Also wir gehen jetzt kurz in eine Jinglepause und dann sind wir gleich wieder da. Ist der Detlef vom Wilkins Radio hier in der United We Win Sendung. Und das geht hier gleich los und ihr könnt immer noch reinschicken. radio@wilkins.net, eure Infos und Kommentare, vielleicht kriegen wir die noch mit rein. Oder ihr könnt sogar anrufen hier, da kommt noch ein Jingle gleich. Dass man das nochmal hören kann. Wobei, ja gut, aber Irland ist auch nicht so teuer, ne? Das geht schon. Also, ja. Hi everyone, this is Karen, encouraging you to join us the second Saturday of every month for our United We Strike, United We Win Marathon. Don't buy, don't comply, ask why. Don't buy anything from multinational corporations or anything you don't research for yourself. Don't comply by keeping your money in institutions that deal in derivatives or war profiteering. And ask why. Why am I here? And what am I doing? Am I part of the problem or the solution? We need to get to the heart of the matter. We need your energy, folks. Help us. Every single 15th of the month, we want you there. UnitedWeWin.me, also streamed on Wolf Spirit Radio. Thank you for your time. Power to the people through peaceful unity. Rufen Sie uns unter 00353 46 927 1212 an. Wow, das war doch wieder nett gesagt, ne? Und das war übrigens der Jingle hier, den wir von United We Win haben. Das hatte Karen Quintostado, das ist die Gründerin von der United We Strike Initiative, selbst gesprochen. Die hat auch eine nette Stimme, ne? Also gut, wir sind aber hier in der United We Wins Radio Marathon Sendung mit Wake News Radio hier in Detlef und wir haben tolle Gäste mit dem Hartz IV Gegenmaßnahmen Thema und wir sind hier mittendrin mit dem Michael E. von Labarababa PF, der uns etwas über das Grundeinkommen erklärt und hat schon damit super angefangen. Wir werden dann auch irgendwann die Archive hochladen und auf YouTube und was weiß ich, dann könnt ihr euch das alles nochmal anhören. Und jetzt steigt wieder ein, ja, voran. Ja. Also es gibt ja auch viele Gegner des Grundeinkommens, die also dann sagen, ja Gott, wenn das Grundeinkommen eingeführt wird und jeder kriegt also so viel Geld, dass er nicht mehr arbeiten muss, wer geht denn da noch arbeiten? Ja. Und wenn man sie dann fragt, ja, würdet ihr noch weiter arbeiten gehen? Ah ja, na klar. Ja. Also es sind immer die anderen, die nicht arbeiten gehen würden. Ja. Also die haben. Also Michael, es gibt da vielleicht sicherlich den einen oder anderen Job, wo man dann sagt, ja, ich würde gerne lieber was anderes machen. Also man muss wahrscheinlich schon irgendwie das ein bisschen organisieren, dass das da nicht völlig aus dem Ruder läuft. Aber ich denke, da gibt's immer Möglichkeiten, oder? Ah ja, schau mal, das ist ja geradezu ein Grundeinkommen prädestiniert. Auch. Also das gibt eine ganz große Veränderung. Schau mal, wenn die Jobs, die heute schlecht bezahlt werden,
Ja, wenn die also dann weiter schlecht bezahlt würden bei einem Grundeinkommen, weil das Grundeinkommen wächst ja in das bestehende Einkommen mit hinein. Das muss man also sagen, das gibt's nicht oben drauf, sondern das wächst da mit hinein. Und wenn jetzt zum Beispiel so schlechte Jobs, schlecht bezahlte Jobs, wenn es die gibt, da haben die Arbeitgeber nicht viel Möglichkeiten. Entweder die bezahlen die Jobs besser oder sie machen sie selbst, ja. Ja, was soll sie denn sonst machen? Also, die müssen dann bezahlen. Entweder sie zahlen ordentlich oder was auch gut ist, man geht in eine, zum Beispiel in eine Fabrik rein, die machen Farben oder was und da geht man dann ein, stellt fest, oh, viel Umweltschädigung und so weiter. Nee, bei dir arbeite ich nicht, erst wenn du das in Ordnung gebracht hast. Also man hat so viele Möglichkeiten, seine Position gegenüber den Arbeitgebern zu stärken. Die sind vielleicht noch gar nicht so sichtbar, ja. Ja. Ja, und ich denke auch, ich meine, letztendlich wollen wir ja alle gut leben und es gibt so viel Technologie, die uns vor uns ja noch zurückgehalten wird, die ist eigentlich schon, die längst da ist, wie zum Beispiel eine freie im Sinne von gratis Energie, die uns einfach gar nicht zugänglich gemacht wird, weil uns die ganzen Blutsauger abzocken wollen und wenn wir die hätten, dann würden viele Sachen viel einfacher gehen, oder? Ja, was zum Beispiel, jetzt bin ich mit meinen Gedanken etwas durcheinander geworden durch das, was du jetzt nochmal angeflochten hast. Aber wie gesagt, im Grundeinkommen genau die Maschinen, jetzt habe ich den Faden wieder. Schau mal, nach dem Krieg hat man angefangen zu technisieren. Der technische Fortschritt ist immer weiter fortgeschritten. Es wurden immer mehr Arbeitsplätze freigesetzt durch Maschinen. Ja, so. Und daraus machen wir heute ein Problem. Also die Leute, die heute überflüssig geworden sind, die werden dann bestraft mit Hartz IV und was weiß ich, was man denen alles überzieht und so weiter, ja, und sie quält, ja. Anstatt, also wir machen ein Problem aus dem technischen Fortschritt, obwohl wir den doch haben wollten. Das heißt, wir müssen daraus gar kein Problem machen, sondern wir müssen das nutzen, was die Maschinen für uns mit erarbeiten, um eben, wie gesagt, dieses Grundeinkommen auch dann einzuführen und so weiter. Dass alle Menschen einen gewissen Lebensstandard haben können, von dem sie ausgehend ihre Tätigkeiten vollziehen können. Und was auch interessant ist, wie gesagt, nochmal zurück zu denen, wo immer sagen, wer geht denn da noch arbeiten? Ja, wer glaubt denn, dass man von 1.000 Euro in Urlaub fliegen kann oder ein Auto sich leisten kann oder vielleicht ein Haus bauen kann und so weiter und so fort. Also das sind völlig meiner Meinung nach absurde Gegenmeinungen, die nicht haltbar sind. Jeder Mensch will tätig sein, egal was er tut, ja. Ist er produktiv. Und die, die nicht, sagen wir mal, die sagen, okay, ich bin mit meinen 1.000 Euro im Monat zufrieden, ich möchte dazu nichts arbeiten, das ist völlig in Ordnung in einer Grundeinkommensgesellschaft. Das ist mit drin, ja. Ja, und wir könnten auch vor allem die ganzen Kontrollstellen abbauen, ne? So Jobcenter und so. Und eben. Das ist ja, genau das ist ja der Punkt. Was meinst du, wie viel Beamte und so weiter wir nicht mehr brauchen? Wie viel Behörden wir nicht mehr brauchen würden, was da ein Potenzial zum Einsparen wäre. Ja, vielleicht sogar die riesig. EU. Die EU kann man vielleicht auch sparen, ne? Ja, die EU, ja. Zu der EU habe ich eine spezielle Meinung, aber die möchte ich hier nicht kundtun, sonst kommen sie noch und verhaften mich. Und dann schicken sie dir auch ein SWAT-Team, ja? Ja, SWAT-Team wie dir, ja, genau. Herrlich. Ja, naja gut, ich meine, wenn da so ein paar Leutchen hinter verschlossenen Türen entscheiden wollen, was da läuft in Europa, dann ist das ja zutiefst undemokratisch. Aber nun gut. Also deswegen sage ich, Leute, Grundeinkommen, das wäre was, was die Gesellschaft hier nachhaltig zum Positiven verändern würde. Man könnte sich auf gleicher Augenhöhe begegnen, das wäre ein großer Vorteil. Man müsste nicht mehr irgendwo gebückt in irgendwelchen Ämtern rumlaufen und auch gebückt wieder raus und so weiter, sondern hier ist etwas, was der Persönlichkeit Freiraum gibt und sie stärkt und durchatmen lässt und sich dann natürlich neu orientieren lässt und so weiter. Und deswegen ist ein Grundeinkommen zentral wichtig für unsere Gesellschaft. Die können sich auch den Druck von Lebensmittelgutscheinen sparen, ne? Ja, da fällt doch alles weg, ja? Du hast 1.000 Euro oder 1.100 von der Wiege bis zur Bahre oder 1.500, keine Ahnung, wie man das dann festlegt. Also es muss auf jeden Fall so hoch sein, dass es vom Zwang zur Arbeit befreit. Sonst hat es keine Wirkung.
Ja? Ja, oder denk an diese 50.000 Ausbildungskosten, die da in Sand gesetzt wurden, was der Michael vorhin, das können wir uns auch sparen dann, ne? Ja, da, wir haben vor allen Dingen auch keine, wie sagt man, Wiedereingliederungsvereinbarungen mehr und keine Widersprüche mehr, und sondern das fällt dann alles weg, und diese Leute auf den Jobs, dann die brauchen wir nicht mehr. Die können dann zu Hause ihren Garten schneiden oder Straße kehren oder was ihnen so Spaß macht, ne? Also was Produktives machen. und übrigens die Richter, die hätten dann auch endlich mal Zeit, mal 6 Wochen in die Ferien zu fahren, ne? Müssen nicht ständig diese Anträge da bearbeiten. Ja, stell dir mal vor, was das auch für ein, was das für Kosten wegnimmt, ja auch. Ne? Die reden ja immer, es kostet so viel. Nee. Es kostet nicht so viel, sondern es setzt tatsächlich noch Gelder frei, die heute noch irgendwo eingebunden sind. Ne? Und ich sage mal, unnötigerweise verzockt werden. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo Menschen frei sind. Freiheit geht in diesem System einfach, sage ich mal jetzt, in diesem System, wie wir es haben, nur über ein Grundeinkommen. Nur über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dann ist der Mensch in der Gesellschaft frei. Vorher nicht. Vorher sind wir nur gebückte Sklaven, die sich unterwerfen müssen und die man hin und her schiebt, wie man es gerade braucht. Und deswegen ist, wie gesagt, ein Grundeinkommen in Zukunft unabdingbar. Und die Schweiz, die wird es den Deutschen vormachen. Ja. Hoffen wir es mal, denn das ist sicher sinnvoll, aber in der Schweiz herrscht leider auch die neue Weltordnung. Ja, ja, schon. Leider so, aber, ne? Aber wir müssen es aufdecken und dürfen das eigentlich nicht so geschehen lassen, ne? Oder? Ja, vor allen Dingen, was ich noch sagen möchte zum Beispiel dazu, es gab ja mal, oder es gibt in Namibia einen Versuch über das Grundeinkommen, da haben sie ein Dorf, mir fällt der Name jetzt nicht ein, über 2 Jahre lang mit einem Grundeinkommen, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen versorgt, ja. Und was ist passiert? Das Grundeinkommen wurde monatlich ausgezahlt, da ist einer hingefahren, hat's Geld gebracht und so weiter. Und da haben, glaube ich, Kirchen haben das mitfinanziert. Es wird auch heute, glaube ich, von Kirchen noch weiter mitfinanziert. Und was haben die Menschen gemacht? Ich kann dir sagen, der Viehdiebstahl ging zurück, der Alkoholismus ging zurück, die Kriminalität ging zurück, die Leute sind produktiv geworden, die Frauen haben sich Nähmaschinen gekauft, haben angefangen zu nähen und so weiter und so fort. Also da hat man gesehen, wie sehr ein Grundeinkommen wirkt, ja. Und da gibt's nur positive Aspekte, keinen negativen. Ja. Davon bin ich überzeugt. Vor allem die Kriminalitätsrate von dem sogenannten Mundraub, ja. Ja. Also Leute, die, ja, vor allen Dingen dann in solchen Situationen, das ist ja bei Hartz IV auch fast schon so, wenn du, ich kriegte hier gerade noch eine Mitteilung hier, die will ich auch gut gern noch mal kurz vorlesen. Wir haben ja gesagt, radio@wakeness.net kann man ruhig hier auch mal Infos reinschicken. Da steht hier zum Beispiel, hallo Detlef, ich werde zurzeit durch meine Sacharbeiter durch eine 70-prozentige Sanktion mit Obdachlosigkeit und Hunger bedroht. Unfassbar. Nachdem ich den letzten Termin nicht wahrgenommen habe, schickte mir der Sachbearbeiter eine EGV, eine Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt, da ich direkt vor der 70-prozentigen Sanktion bereits 3 Monate mit 30% sanktioniert wurde. Die Auswirkungen auf Psyche und Physik, den Körper, brauche ich wohl nicht weiter erläutern. Mein Jobcenter geht auf Widersprüche eigentlich gar nicht ein, beziehungsweise lehnt diese ab, sondern wartet dann scheinbar richterliche Entscheidungen ab, um die Menschen so weit unter Druck zu setzen, bis sie gebrochen sind. Ich bin es leid, dass irgendein dahergelaufener SB, Sachbearbeiter, quasi richterliche Funktionen übernimmt und Strafen respektive Sanktionen ausspricht. Darum meine Frage an euch, wie sehen die Chancen aus, durch eine Strafanzeige bei der Polizei, dem einen Riegel vorzuschieben, Nötigung, unterlassene Hilfeleistung und so weiter. Schwierig. Darf ich was dazu sagen? Ja, schnell nur jetzt zur Beantwortung. Also das kann man sich sparen, das haben wir auch schon versucht, direkt bei der Staatsanwaltschaft. Die verweist dann immer aufs Sozialgericht. Aber der Frau, wenn sie noch kann, soll sie mich bitte anrufen. Dann werde ich gucken, ob man in ihrem Fall nicht irgendwas machen kann. Ja, ich leite dann die E-Mail dann weiter. Aber Michael, okay. Rababa. Ja. Nee, ja. Würde ich dann, Michael, sag einfach Michael. Jedes Mal schaffe ich das, ne? Oder? Laba, Rababa, PF. Das PF steht für Pfalz. Ei, die okay. Pfalz. Ja, die Pals. Guter Hals. Nee, also auch jetzt, was du an der E-Mail hast du gesehen, für mich persönlich, ich bin ja kein Rechtswissenschaftler, die denken ja sowieso meistens anders als wir, obwohl wir ja, sagen wir mal, kulturell in die Wiege gelegt haben, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Ne? Das weiß jeder Mensch. So, und da siehst du doch, für mich persönlich, ist das, was dieser Frau passiert, ist Folter. Ja? Das ist nicht nur psychische Folter, das ist auch physische Folter. Und dass das in meinem Land passiert, das ist für mich unvorstellbar. Ja, das
Das muss man sich mal vorstellen, wie kann ein Mensch mit einem anderen Mensch, also wie kann ein Mitmensch mit dem anderen Mitmenschen so umgehen, dass er sein Essen verliert, sein Trinken verliert, auf die Straße muss, dass er Depressionen bekommt und so weiter. Das ist nur dieses Hartz-IV-Regime und System. Und es ist unvorstellbar. Wenn ich sowas höre, dann bin ich fast in Tränen nahe, wie kann sowas in unserem Land geschehen? Ich kann das nicht begreifen. Es geht mir nicht in meinen Kopf. Es hängt, ich weiß, klar, politisch gesehen und wirtschaftlich gesehen, logischerweise. Das hängt an diesem neoliberalen System. Ja, in dem neoliberalen System, da ist man, gilt nur das Individuum etwas. Die Gesellschaft gilt in einem neoliberalen System so gut wie gar nichts mehr. Ja, und wenn du heute deinen Preis an dem neoliberalen Arbeitsmarkt nicht wirksam werden lassen kannst, also wenn du nicht für 3 Euro arbeiten gehst, also ist egal, dann bist du als Marktteilnehmer, da stimmt was. Was nicht mit dir. Entweder bist du psychisch krank oder man muss dir helfen oder einen esoterischen Kurs über die Ohren hauen oder dich in die Kirche schicken oder sonst was. Für mich ist das unvorstellbar. Ja, und das muss man sich doch mal vorstellen. Ja, und diese Frau, die tut mir unendlich leid. Wie kann man sowas mit Menschen machen? Ja, da muss doch die ganze Gesellschaft muss doch sagen, halt, das geht nicht. Ja, wo sind denn die Kirchen? Regt sich da irgendwo ein Pfarrer auf? Sagt, hey, das könnt ihr doch nicht machen. Hörst du was? Ich höre nichts. Ja, also so, ich komme wieder runter langsam. Das ist ja furchtbar. Also das geht mir nach, sowas, das ist unfassbar. Wie kann man sowas machen? Wir müssen es aussprechen und dafür sind wir hier zum Beispiel auch bei Black News Radio oder so da, mit der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, die Dinge auszusprechen, beim Namen zu reden, zu nennen und ohne Blatt vor dem Mund. Aber natürlich auch lösungsorientiert zu denken. Und was du ja vorgestellt hast mit dem Grundeinkommen, ist ein Weg, eventuell diese Geschichte auch sinnvoll zu beenden oder überzuleiten in neue Systeme, wie auch immer. Ja, weil wir müssen natürlich dann auch grundsätzlich nachdenken, ist das überhaupt mit dem Geldsystem, Schuldgeldsystem und so weiter. Aber es ist zumindest erstmal der richtige Weg, nach deiner Ansicht, oder? Ja, natürlich, oder ein repressionsfreies Grundeinkommen, ja, da hat es Unterschiede, aber auch das wäre schon mal eine gute Lösung. Schau mal, wir haben es gab eine Online-Petition von der Susanne Wiest, ja, das ist eine Tagesmutter aus Greifswald, die sich da um das bedingungslose Grundeinkommen verdient macht. Die hat einfach eine Petition, eine Online-Petition an den Deutschen Bundestag geschrieben, die wurde angenommen, die hatte 55.000 Zeichnerinnen, ja, das war die Petition bis zu der Zeit, die am meisten Zeichnerinnen hatte, zu der Zeit. Und das wurde dann öffentlich vor dem Petitionsausschuss dargelegt, was also das Grundeinkommen bedeutet und so weiter und so fort. Und da hättest du dir mal die Fragen anhören müssen von einigen Politikern, von bürgerlichen Parteien und von weniger bürgerlichen Parteien und so weiter, was die für Fragen gestellt haben und in welchem Ton. Da hast du gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Irgendwie ist das, das scheint für mich irgendwie eine Art von Störung zu sein, ja. Da ist einfach, die sind so verbohrt und so vergackert, ja, dass die diese Frauen, die hätten ja am liebsten fertig gemacht, ja. So habe ich den Eindruck gehabt. Und da sieht man mal, wie sehr diese Leute an diesem System festhalten. Die krallen sich da mit aller Gewalt rein, ja, weil sie auch Angst haben. Schau mal, wenn das bedingungslose Grundeinkommen da wäre, dann hätte auch die politische Klasse nicht mehr so viel Macht. Das muss man auch sehen. Ja, ja, die würden auch nicht mehr so geschmiert. Ne? Ja, eben auch das. Und schau mal, es gibt viele Finanzierungsmodelle. Ich halte zum Beispiel das Finanzierungsmodell von dem Götz Werner, der macht sich da sehr verdient um das Grundeinkommen, nicht für besonders sinnvoll, ja, weil er das alles über die Mehrwertsteuer finanzieren will und alle anderen Steuern abschaffen. Nur, aber wenn das in seinem Sinne käme, dann gäbe es ja auch gar keine Schwarzarbeit mehr. Ja. Eben, genau, das, alle diese Dinge, nicht? Die Kriminalisierung von Dingen, die außerhalb der jetzigen Normen so festgesetzt sind als kriminelle Aktionen, würden wegfallen. Ne? Ja, und ich appelliere wirklich an die Leute draußen, an die Zuhörer, verbreitet den Gedanken des Grundeinkommens, überlegt euch selbst mal für euch, was würdet ihr mit einem Grundeinkommen machen? Wie ging's euch? Was könntet ihr tun? Schaut, ich stelle mir das vor, heute ist jemand in Hartz IV, der hat kein Geld, der kann sich nicht mal Socken kaufen oder sonst irgendwas. Und was natürlich interessant ist, wie du es vorhin gesagt hast, das Geld, was ja ausgegeben wird für das Grundeinkommen, fließt ja wieder in den Wirtschaftskreislauf sowieso zurück, ja. Aber da kauft sich vielleicht einer so einen alten Hanomag und fängt mal mit dem Getränkehandel an oder irgendwas. Ja, also einfach eine Initiative, ja, und man kann ohne ein Grundeinkommen in der Gesellschaft nicht tätig werden und kreativ sein, wenn man ständig unterdrückt wird, ja. Und das ist meine feste Überzeugung.
Ja, ich meine, ich danke dir dafür, dass du es auch so recht ausführlich mal dargestellt hast, auch mit deiner eigenen Sichtweise. Aber wir müssen natürlich immer wissen, und das ist ja immer auch das, was in meinen Sendungen durchkommt, damit rütteln wir an den Grundfesten der Macht, die ja in wenigen Händen liegt, den DIMS, die ja dieses System über uns krakenmäßig ausgebreitet haben, ja nicht nur über die BRD, sondern weltweit. Und das ist natürlich ja sowieso das, was jetzt stattfindet, ob das jetzt eine Occupy-Bewegung ist, ja, die gegen das herrschende Geldsystem auch vorgeht, oder ob das andere Initiativen sind, oder auch hier unsere Dinge, Hartz IV und oder Grundeinkommen, was immer es da ist, das ist das Rütteln an den Grundfesten der Macht. Und deswegen spüren wir diesen Widerstand dieser sogenannten Mächtigen. Das sind aber nur ein paar Futzels. Ja, ja, es ist ja auch schon, also ich vielleicht noch etwas, was nicht zum Grundeinkommen gehört. Ich habe in letzter Zeit auf Facebook viele Bilder gesehen von aus Spanien, aus den Staaten und so weiter, wo die Polizisten die Menschen zusammenschlagen. Ja, das habe ich selten gesehen. Da sind da alte Frauen, blutüberströmt auf dem Boden, alte Frauen, Rollstuhlfahrer haben ich ein Bild, wo sie einen Rollstuhlfahrer zusammengeschlagen haben. Also das ist eine Sache, da muss man sich echt mal fragen, was... Hallo, seid ihr, das sind doch auch, also was soll denn das? Geht's noch oder was? Sag mal, sind die bekloppt oder was? Die können doch nicht die Menschen zusammenschlagen, ja? Weil man denen die Lebensgrundlage wegnimmt und die sagen, nee, das geht nicht. Und die politische Klasse zieht es durch, dann schicken die diese Leute los, die müssten eigentlich auf der anderen Seite stehen, weil die kriegen auch das Weihnachtsgeld gekürzt und die Urlaubsgeld gekürzt und den Lohn gekürzt, ja? Die müssten sich auf die andere Seite schlagen, nee, die schlagen alte Leute zusammen, ja? Okay, aber... Gut, ich komme mal runter. Was Grundeinkommen wichtig ist, ist doch ein anderer Aspekt noch. Die Produktivität, von der die immer sprechen, ja, diese Produktivität, die würde ja um ein Vielfaches steigen, ja, innerhalb des Landes. Ne? Weil jeder, wenn er frei ist und tätig werden kann, dann ist er ja auch produktiv. Also ich sag's mal so, probehandelnd im Geiste, also nachdenken, wenn ich drüber nachdenke, was mache ich morgen oder was muss ich alles tun, ist ja auch schon produktiv. Ja, also die Produktivität in diesem Lande würde sich erheblich steigern. Ja, also werden auch mehr Steuereinnahmen da und so weiter und so fort. Aber nun gut, ja. Ja, das hast du gut gesagt und die Emotion steckte da drin, aber das ist ja auch so. Man muss auch, wie soll ich sagen, man muss einfach emotional werden. So ist das es. Kann doch nicht so sein, dass wir das einfach so geschehen lassen. Und das ist gut, dass du das so aussprichst. Ja? Das denken ja auch ganz viele Leutchen so. Ja, ich danke dir. So, wir kommen so langsam schon mal, ich sag's nur vorsichtshalber, ne, so auf die Ende, das Ende unseres deutschsprachigen Bereiches, hier unsere Hartz-IV-Gegenmaßnahmen oder Hartz-IV-Sendung. Hier jetzt im Moment mit Labarababa PF über das Grundeinkommen und seine Sichtweise und seine Gefühle zur Situation mit den unglaublichen Geschichten, die da passieren. Und wir wollen ja nicht nur die Probleme aufzeigen hier bei uns in den Sendungen und diskutieren, sondern wir wollen auch immer versuchen, Lösungen anzubieten, wie man sich wehren kann. Aufrufen dazu, dass wir uns zusammenschließen, dass wir solidarisch miteinander umgehen. Solidarisch heißt nichts anderes, als dass alle für die anderen mitsorgen. Das heißt, wir denken für die anderen mit, wir fühlen für die anderen mit, wir helfen den anderen und wiederum wird einem selbst auch geholfen dabei. Das heißt, solidarisch sich quasi anzunehmen der Probleme, die andere Menschen haben, mitzufühlen, mitzuhelfen, zum Beispiel Leute auch zu begleiten zu einem Jobcenter, auch wenn man gar nicht selber im Hartz IV drinsteckt, einfach diese soziale Komponente wieder aufleben zu lassen, die Menschlichkeit wieder eine Rolle spielen zu lassen, die anscheinend in unserer Machtstruktur, die hier aufgebaut wurde über die letzten, Zeit, eben da ein Gegengewicht zu bilden. Und letztendlich können wir alle nur miteinander das schaffen und es ist auch wichtig. Denn wir Menschen sind ja Wesen, die also miteinander nur leben können. Einzeln hast du kaum eine Chance zu überleben. Also wir müssen es gemeinsam packen. Ja. Es kommen jetzt noch wilde Zeiten auf uns zu, ne? Ja. Oder? Also Solidarität muss das oberste gelebte Prinzip sein. Das ist meine feste Überzeugung. Und da möchte ich dir hundertprozentig recht geben und ich möchte noch eine Idee einbringen. Wir haben ja das Problem, dass wir viele soziale Bewegungen nicht unter einen Hut bekommen.
ja, dass jeder so ein bisschen sein Tüppchen kocht und glaubt, es sei das Richtige und so weiter. Und deswegen sind auch Demos und so weiter schwer zu organisieren in Deutschland gegen das Hartz-IV-Regime. Und ich hätte da einfach eine Idee, die ist vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Wie wäre es denn, wenn wir Speaker-Corners hätten? Die Mutigen, die sind aufgefordert, in euren Städten, in den Parks, stellt euch hin, sprecht über Hartz IV. Ja? Wie in England, egal, Speakers Corner, ja? Stellt euch hin, redet, ja? Redet einfach, die Leute werden stehen bleiben, werden euch zuhören, ja? Informiert die Leute darüber, stellt euch in den Park irgendwo hin und fangt einfach an zu sprechen, ja? Darf ich mal an dem Punkt mal kurz einhaken, wenn das geht? Geht ihr das nochmal ganz kurz? Klar. Hallo? Aber. Ja, und zwar bin ich von einer Aktivistin gebeten worden, das passt gerade zu dem Thema, ein Buch kurz vorzustellen. Das Buch heißt Doch man schweigt. Das passt also wunderbar dazu. Sie hat mir einen Text dazu geschrieben, das dauert 1-2 Minuten. Den würde ich ganz gerne dazu vorlesen. Das ist ein ganz neu erschienenes Buch. Warum ich diesen Titel wählte? Januar 2005, das ist eine Aktivistin aus Höxter in einem Sozialzentrum. Januar 2005 hatten wir in Höxter den ersten öffentlich bekannt gewordenen Suizid wegen Hartz IV. Ich kannte diesen Mann und mich traf dies schwer. Nehmt sich einen Zettel Hartz IV. Es folgten viele weitere, ich mag sie gar nicht zählen. Darunter ein guter Freund und Mitstreiter aus Berlin, Detlef Rochner. Er stürzte sich aus dem 10. Stock seiner Wohnung. Dann sah ich, wie ein Freund, der schwerst krank war, im letzten Jahr seines Lebens auch noch 2 Umzüge bewältigen musste, obwohl das Jobcenter genau wusste, wie es um unseren Freund Hajo stand. Der Greve erhängte sich in seiner kleinen Dachgeschosswohnung. Er gehörte zu uns. Und dennoch ahnte keiner, was er wirklich fühlte. Ausgenutzt in einen Eurojobs, gemobbt, ausgegrenzt, musste er sich gefühlt haben. André Kirsch aus Speyer, 20 Jahre verhungerte, weil es keinen mehr interessierte, wenn Menschen krank und schwach sind. Aber alles schweigt. Selten tritt noch etwas nach außen. Sie alle werden irgendwann anonym begraben. Kein Zeugnis für später. Wir wollten sie einbringen in unser kleines Gemeinschaftswerk und ich hoffe, es ist mir gelungen. Es soll zum Nachdenken animieren und wachrütteln. Ja, danke dafür. Auch das, den Link zum Buch und so kannst du ja bei dir reinstellen und mir auch das kopieren, dann kann ich es auch bei der VUG-Seite mit draufladen. Jetzt habe also noch ein paar Minuten. Michael, vielleicht Michael E., ja, Labarababer kann jetzt nochmal so seinen Gedanken zu Ende führen, auch nochmal sagen, wie man dich kontaktieren kann. Wie gesagt, man findet mich auf Facebook unter meinem richtigen Namen. Mein Name ist Michael Erhardt, man findet mich da. Und was mir ganz wichtig ist noch, ja, also über Labarababer PF natürlich. Gut, da können mir nur Leute schreiben, die ich auch autorisiert habe, weil ich habe sehr viele Gegner, fast schon Feinde auf YouTube und habe da schon 100 Kanäle sperren müssen. Aber gut, weiter geht's, immer weiter. Und ja, ich wollte noch sagen, wenn ihr auf die Seite des Netzwerk Grundeinkommens geht, also grundeinkommen.de, dort gibt es eine Petition, die sich, glaube ich, an das Europäische Parlament richtet. Ich habe sie gezeichnet, bin mir nicht ganz sicher, wo genau und so weiter. Zeichnet diese Petition bitte mit, damit ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird, am besten europaweit, und dass das endlich aufhört mit diesen Drangsalierungen und mit dieser widerlichen Geschichte Hartz IV und so weiter. Ja, also Leute, stimmt für die Freiheit, zeichnet diese Petition. Ja, ja, vielen Dank. Michael Erhardt oder Labarababa PF. Michael Lange, nochmal kurz deine Webseite. Letztes Wort. Ja, hölderlin.blog.de. Ja, und noch deinen letzten Satz. Ja, ich kann das nur unterstützen, was Labarababa da gesagt hat. Leute, ihr schließt euch zusammen. Und ich denke, wir haben begonnen, uns zusammenzuschließen. Die Leute rufen an und das finde ich prima. Ja, super. Also ich danke euch beiden auch ganz herzlich dafür euer Engagement. Wir sind auch verbunden über die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, vugwakenews.wordpress.com. Da kann jeder mal nachschauen. Und wie gesagt, Aufruf an alle, sich zu melden. Nicht nur die betroffenen Hartz IV-Menschen, sondern aus allen Ländern auch. Weil es kommt auf alle zu. Diese Tyrannei soll ausgeweitet werden. Okay.
Und ich bin der Detlef vom Weeknews Radio und wir sind hier in der United We Win Marathon Sendung von heute und die geht nachher dann natürlich munter weiter. Wir sind jetzt hier gleich durch mit der ersten Passage sozusagen. Hartz IV Gegenmaßnahmen mit auf den deutschen Teil. Jetzt komme ich gleich dann nochmal mit Englisch und dann gehe ich dann hier durch mit Alan und Steve von Open Your Mind Radio Ireland oder Irland, also OYM Radio Irland. Und das ist ganz fantastisch. Da werden wir dann nämlich auch noch über die ganzen Dinge hier besprechen, die hier so hier noch los sind in Europa mit den Krisenherden, ja, in die gemachten und die vorgetäuschten. Aber natürlich auch London Olympics 2012 werden wir gleich drüber sprechen. Auch neueste Informationen miteinander austauschen und so weiter. Und dann werden wir also weiterhin klasse kämpfen. Und die ganze Sendung geht natürlich dann nachher weiter. Die Sender hier lasse ich weiter laufen. Auch ICRN und UWS Radio auf meiner Seite. Wakeness.net, Wakeness Radio kann also jeder dann reinhören. Das bleibt also an, die ganze Sendung für die interessierten Leutchen. Und wir werden auch noch von den Sendern unterstützt, orkytalk.com Radio, die uns auch simultan noch in der nächsten Stunde mit übertragen. Und Milen FM Radio, auch klasse aus Luxemburg, die ist auch immer dabei hier, die Milen, klasse. Und dann sind wir auch auf WSR Radio in den USA und wir werden auch noch simultan später von anderen Sendern auf vor allen Dingen US-Terrain übertragen. Ja, und das ist natürlich klasse. Je mehr wir werden, umso besser ist es. Auch die United We Win und United We Strike Initiative bedeutet, dass wir eben versuchen, die Globalisten ihrem System die Plattform zu entziehen, indem wir nämlich unsere regionale Wirtschaftskraft hier nutzen und bei lokalen Bauern und Gärtnern an einkaufen und bei Handwerkern und bei uns um die Ecke und nicht bei den Globalisten. Und das vor allen Dingen alle zusammen. Dann haben wir die Chance, dass sich was ändert. Ja, und das machen wir schon seit 2009, haben wir gerade gerechnet. Wir sind jetzt hier 3 Jahre aktiv mit United We Strike im nächsten Monat. Ja, das ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und freue mich darüber, dass so viele Leute hier zuhören. Also klasse, dass ihr dabei seid. Ihr könnt auch weiterhin noch unter radio.wakeness.net Infos reinschicken oder eben anrufen mit der Nummer, die ich euch gegeben habe. Die kommt dann auch gleich nochmal, die wird nochmal angesagt. Und ich sag's auch gleich noch am Beginn der nächsten Stunde. Und wir sind gleich in der Pause. Und dann bleibt bitte alle dran. Wir reden dann zwar quasseln auf Englisch, aber das geht auch. Mensch, ihr könnt doch das alles auch. Mensch, Englisch ist doch kein Thema, oder? Also ich danke jetzt schon mal hier den beiden Michaels. Wir gehen in der Pause jetzt. Bleibt euch noch einen Moment dran. Okay. Yes! This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.